Eins und go. Willkommen zurück zu Adobe Live. Dritte Runde heute, zweiter Tag. Und wir sind wieder zurück mit dem Thema Fotografie. Wow. Boom. Ja, es ist immer schön. Mit dabei natürlich hier unser lieber Gast, der... Marcel. Genau. Ich hab gedacht, du hast für einen Moment deinen Namen vergessen. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert, dass die Kamera wieder dahinter steht. Ja, immer was Neues. Ihr wisst ja, bei Adobe Live gibt's immer was zu sehen. Hier gibt's immer Spaß. Das ist immer lustig. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich gucke auch gleich nochmal in den Chat. Wie ihr wisst, hatten wir jetzt heute Vormittag unsere Illustrations-Sessions und jetzt geht's weiter mit dem Thema Fotografie. Und dazu haben wir eben, wie gesagt, den tollen Marcel hier und danach geht's nämlich auch weiter, also um 16 Uhr mit dem nächsten Stream dann, mit der tollen Jana. Und die Jana, die zeigt euch nämlich, wie Lightroom und Lightroom Classic funktioniert. Und gestern haben wir schon die Anfänger-Session gesehen von ihr und morgen... Die Profi-Session heute, also für Fortgeschrittene, das machen wir jetzt ja seit einem Monat schon. Letztes Mal gab es After Effects Tutorials und genau, das Ziel ist so ein bisschen zu sagen, hey, jeden Monat ein anderes Tool vorstellen, dass ihr immer die Möglichkeit habt, was Neues kennenzulernen oder euch auch weiterzubilden. Wie immer gilt, schön, dass ihr da seid und wenn ihr mitchatten wollt, was ja auch so ein bisschen eine Sinn der Sache ist, ne, deswegen bringen wir auch diese tollen Gäste hierher und deswegen kommen sie auch hierher, damit ihr die Möglichkeit habt, mit ihnen zu interagieren, Spaß zu haben, euren Senf dazu zu geben, was auch immer ihr machen wollt oder einfach nur mit unserer coolen Community zu quatschen. Das heißt, einfach mal auf adobelive.com kommen oder auf unserem adobe.de YouTube-Channel einfach mitchatten, wie es euch besser passt. Aber auf adobelive.com könnt ihr natürlich mit uns auch interagieren, was jetzt auch für Foto ganz interessant ist, weil dann könnt ihr nämlich teilweise auch mitbestimmen, was, wie und wo gezeigt werden soll. Also, genau, wir haben jetzt gestern, wie gesagt, schon angefangen und vielleicht magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, so in zwei, drei Sätzen. Ja. Genau, Laptop haben wir gleich, einfach nur genau. So mal zu dir als Person, für diejenigen, die jetzt neu dabei sind. Ja, mein Name ist Marcel, ich bin 23 Jahre jung, komme aus Bonn, ich würde mich selber als Abenteuerlandschaftsfotograf bezeichnen und manche kennen mich wahrscheinlich oder vielleicht unter dem Namen Evolumina auf Instagram. Genau. Das ist so mein in Anführungsstrichen ausgedachter Künstlername, unter dem ich unterwegs bin. Steht und, auch hier. Ja. Könnt ihr auf Instagram finden. Genau, gestern sind wir nämlich ein paar versucht, bei meinem privaten Profil zu folgen, weil sie Marcel Lash eingegeben haben, aber das ist halt ein privates Profil, wo ich dann auch mal nur mein Essen poste und so. Deswegen, wenn ihr mir folgen wollt, dann sehr gerne auf Evolumina auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Wenn du magst, wir haben ja gestern schon einiges von dir gesehen, vielleicht können wir uns das nochmal kurz angucken. Magst du den vielleicht nochmal den Leuten so ein bisschen zeigen? Die Edits von gestern quasi. Ja, oder auch was auf deinem Account zu sehen ist, weil es sind ja jeden Tag auch immer neue Leute dabei, die wollen natürlich auch nochmal kurz sehen, hey, wie war es denn eigentlich gestern? Dann haben wir so ein kleines Recap immer. Ja, das heißt, kein Stress. Genau, und so lange kann ich ja noch ein bisschen quatschen. Ich gucke nochmal kurz in den Chat. Matthias ist da, Robert, Thorsten, Tanja und Biene sagen alle Hallo an Marcel und Can. Hallo zurück. Genau, schön, dass ihr da seid. Und wie immer, wie gesagt, gebt euren Senf dazu. Los geht's. Ne? Einfach Fragen stellen. Wir haben ja gestern noch ein paar Fragen, glaube ich, gehabt, ein oder zwei, die nicht beantwortet waren. Deswegen sorry dafür. Das ist immer bei Fotografie der Fall, dass so viele Fragen kommen. Ja, genau. Deswegen macht gerne weiter heute mit den Fragen. Genau, auf jeden Fall einfach nochmal stellen und wenn euch neue Fragen einfallen, einfach rein in den Chat. Dafür ist das Ganze hier ja da. Ne? Du bist ready? Yes. Sehr schön. Dann switche ich doch jetzt einfach mal kurz um auf deinen Screen und wir gehen einfach mal unten in die Ecke. Zack. Da sind wir dann. Genau, also für die, die es gestern schon gesehen haben, nochmal so ein bisschen im Scheindurchlauf für die Leute, die quasi neu dazugekommen sind. Also genau. Ich versuche so auf meinem Account ein wenig die schönen Plätze auf dieser Welt, die Landschaftsplätze darzustellen. Mhm. Und ich selber bewege mich lieber oder vorzugsweise in den nordischen Ländern, also Norwegen, Island, Färöerinseln, Kanada, alles was ein bisschen von den heißen Temperaturen entfernt liegt. Ich war zwar auch schon in Dubai unterwegs und habe dann da unter der Hitze gelitten ein wenig. Und mein größtes Ziel ist eigentlich bei meiner Fotografie, weil die meisten meiner Bilder, die ich tatsächlich mache, landen dann auch auf meiner Instagram-Page, dass ich im Gesamten dann halt einen sehr harmonischen Feed erstelle, wo dann auch verschiedene Länder direkt nebeneinander liegen können, aber trotzdem halt zusammen als eine harmonische Farbgebung
funktionieren. Also mein größtes Ziel ist eigentlich, wenn jemand Neues auf meinen Account kommt und man hat dann meistens auf dem Handyscreen noch die ersten neuen Fotos sind, glaube ich, die man dann sehen kann. Da ist eigentlich immer mein Hauptziel, das immer so auf einem Niveau zu halten, dass ich sage, wenn jemand Neues auf meinen Account kommt und dann will ich eigentlich, dass immer neuen Bilder zuerst zu sehen sind, wo ich auch zu 100% dahinter stehe, die ich auch selber gut finde und dann hoffe ich natürlich auch, dass es dem neuen Besucher so ergeht und er dann vielleicht sogar mir folgt. Hört sich doch gut an, ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel von dem professionellen, Anführungszeichen, Aufbau von dem Instagram-Feed, dass man eben sagt, okay, das hat einen gewissen Wiedererkennungswert, hast du ja auch gestern schon so ein bisschen erzählt gehabt, ne? Naja. Und man soll ja auch eben einfach das Gefühl haben, okay, hier ist alles stimmig. Es muss ja nicht immer das gleiche Motiv sein, aber man hat das Gefühl, okay, das ist hier eine Wall, das gehört zusammen, ne? Und das macht es halt einfach authentischer und schöner anzusehen. Das ist ja auch so ein bisschen der, ich sag mal, Call to Action bei dir. Ne? Damit willst du ja, das ist wieder eine Fußmatte. Ne? Wenn jemand zu dir nach Hause kommt und vor der Tür sieht alles dreckig aus und irgendwie die Scheune ist unaufgeräumt, überall liegt auf dem Rasen irgendwas rum, denkst du ja auch, okay, wie muss dann drinnen aussehen? Ne? Will ich da wirklich jetzt lange Zeit drin bleiben? So ein bisschen kann man sich das vielleicht als Analogie vorstellen. Genau, mein größtes Ziel ist halt eigentlich so ein bisschen den Wiedererkennungswert aufzubauen, dass man halt, wenn man auf den Account kommt oder wenn man auch irgendwo halt mal ein Bild sieht, was von mir geteilt wurde auf irgendeiner Seite auf Instagram, dass halt die Leute das Bild sehen und denken, oh, okay, vom Stile könnte das ein Ja, Evolumina sein quasi. genau. Und das ist halt so das übergreifende langfristige Ziel, dass man halt für sich so einen Stil aufbaut, den man dann auch nicht immer auf jedes Bild versucht drauf zu peitschen, weil manchmal funktioniert es auch einfach nicht. Aber trotzdem halt so in einer gewissen Weise seine Art von Fotografie, wie man halt die Bilder aufnimmt, dass man halt eine ähnliche Herangehensweise an den Orten hat, um auch auf harmonische Resultate zu Ja. kommen, die dann auch zusammen gut funktionieren. Wie ist das, mal so als Frage, wie bist du auf deinen Namen gekommen, Evolumina? Ich war, also bei mir, meine Vorgeschichte ist so, dass ich halt mit 18 nach Amerika gegangen bin, also per an die Ostküste. Und vorher habe ich mich bei der Polizei beworben gehabt und wäre auch fast zum Aufnahmetest gegangen. Und dann kam das aber mit Amerika, wo ich ganz glücklich drüber bin, dass ich dann auch nicht bei der Polizei gelandet bin inzwischen. Und dann, wenn ich nach Amerika gegangen hatte, da recht viel Zeit, mich kreativ auszuleben in meiner Fotografie. Also sehr viel in New York City selber fotografiert oder auch in anderen Städten an der Ostküste. Und dann habe ich die Idee gehabt, Lehramt zu studieren tatsächlich, wenn ich wieder zurückkomme. Polizist, Und Lehrer. genau. Und ich kann mich immer nur selber daran erinnern, wenn ich halt in der Schule saß und wir haben einen neuen Referendar bekommen, haben wir das Erste, was wir eigentlich gemacht haben, war im Internet zu gucken, ob wir irgendwas über den finden. Und deswegen hatte ich so im Kopf, nee, ich will irgendwie nicht mit meinem richtigen Namen auftreten. Also ich will das irgendwie so ein bisschen differenzieren. Und das Problem war halt einfach bei so, ich weiß nicht, wie viele User es vor 4 Jahren auf Instagram waren, aber wahrscheinlich auch schon ein paar 100 Millionen, Auf jeden Fall, finde ja. halt mal einen Namen, der halt noch nicht vergeben ist. Und das war dann ein bisschen schwierig und dann habe ich viel rumprobiert und ich dachte immer so, okay, Licht ist eigentlich recht wichtig für meine Fotografie, aber alle Möglichkeiten mit Licht oder Light, das war alles schon längst vergeben. Und dann habe ich mich an meine Schulzeit zurückerinnert, hatte Dateien tatsächlich und dachte mir, okay, dann nimmst du vielleicht, versuchst es mal mit Lumina. Da war natürlich auch alles vergeben und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt ja auch manche Brands, die sich aus mehreren Wörtern zusammensetzen. Dann habe ich mir ein paar Worte aufgeschrieben, wo ich dachte, okay, das könnte vielleicht auch zusammen Sinn ergeben. Bin dann irgendwann bei Evolution hängen geblieben und dachte, okay, Evolution of Light und wenn man es zusammenfasst, Evolumina, habe dann geguckt, habe mich gefreut, dass es weder Facebook noch Instagram noch irgendeine URL-Website, es gab halt nichts Sehr in dem gut. Sinne und habe mir dann auch direkt alles gesichert, was ging. Und ja, seitdem, ich habe zwar nie mit Lehramt angefangen, der Name ist geblieben, aber ich bin auch eigentlich ganz zufrieden, dass es halt mit einem anderen Namen läuft, in dem Sinne. Ja, So. klasse. Klasse. Finde ich sehr spannend, ne? Also wie das Ganze sich hier entwickelt. Schön. Ja, also, ich meine, ist ja gut gelaufen, ne? Sonst hätten wir dich jetzt nicht hier. Ja, eben. Sehr cool. Ja, also ich habe auch schon gesehen, es sind noch ein paar neue dazugestoßen. Also wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Und falls ihr die Sendung gestern verpasst habt, wie gesagt, könnt ihr euch ja jederzeit alle Streams auf YouTube, auf unserem Adobe.de-Channel oder auf AdobeLive.com ansehen, wie immer. Ne? Alle Sendungen, sobald die Streams immer vorbei sind, werden die automatisch da abgespeichert und abgelegt. Das heißt, keine Angst, ihr verpasst nichts. Ne? Und Sir Erki fragt schon, ist in der GoPro ein Weichzeichner aktiv? Nee, das ist einfach nur die Qualität leider. Ist halt einfach ein Unterschied, ne? Ob man halt eine Kamera da stehen hat oder halt eben ein Mini-Fuzzi-Ding. Leider, leider, leider. Nee, aber macht euch keinen Stress. Das wird hoffentlich bald wieder anders sein.
Na, aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass alles weitergeht. Von daher, das ist schon. Schöne Menschen Ja. kann ja auch nichts entstellen, also von Genau, daher ist es ja egal, ob genau. es jetzt eine GoPro oder So ist sonst was das. ist. Genau. Sind halt jetzt einfach mit einem Filter versehen. Sehr schön. Und gestern hast du uns ja auch schon zwei Sachen gezeigt, ne? Die du da auch Genau. bearbeitet hast. Und das war einmal zum Thema Nature und einmal zum Thema Landscape wieder, ne? Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Sachen gewesen. Vielleicht magst du dir mal kurz zeigen, was du Ja, sehr gestern gerne. gemacht hast, für diejenigen, die es eben verpasst haben. Genau, wir haben uns einmal hier um den Fuchs gekümmert, Genau. der sehr unerwartet auf einmal vor mir saß. Zack, da war er. Noch schnell das Objektiv gewechselt, um den noch zu fotografieren. Innerhalb von ein paar Sekunden war er dann weg. Und das war halt wirklich nur so eine extreme Basic-Bearbeitung. Also ich habe mich da ja nur auf die Grundeinstellungen fast schon konzentriert, habe halt ein Ja. bisschen was mit den Tiefen und Lichtern gemacht und habe dann die Farbanpassung auch eigentlich fast nur über die Teiltonung angegriffen, einfach nur mal zu zeigen, dass man eigentlich gar nicht so viel direkt mehr braucht in Photoshop, in Lightroom, sorry, um halt auf ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu kommen. Bei mir ist es so, ich versuche immer meine Bilder recht minimalistisch zu halten, dass ich halt, wie gesagt, hier zum Beispiel den Fuchs als Subjekt in meinem Foto habe und nicht zu viel drumherum habe, was jetzt irgendwie von meinem Point of Interest quasi ablenkt. Und das Gleiche habe ich dann auch bei dem anderen Bild verfolgt, hier von Neuschwanstein. Da war ich dann morgens zum Sonnenaufgang. Leider nicht so sehr viel Glück gehabt mit dem Licht, deswegen habe ich dann ein wenig nachgeholfen. Das war einfach jetzt ein Beispiel für, ihr kommt an einen Ort und ihr habt eine Bildidee im Kopf und das funktioniert halt einfach nicht, weil ihr das nicht fotografiert bekommt, sondern einfach, weil die Naturbedingungen heute mal nicht auf eurer Seite sind, dass man immer im Hinterkopf hat, ja, Lightroom ist so ein mächtiges Tool, da kann man immer noch so extrem viel aus seinem Bild rausholen und das kann man hier Ja. ganz gut sehen, dass man halt aus einem recht dunklen, langweiligen Bild noch ganz gut was rausholen kann. Und man sieht ja auch einfach, wie cool das aussehen kann, ne? Also nicht verzagen, wenn man die Bilder nicht so aussehen, wie sie sein sollen. Dafür ist ja Lightroom und Photoshop und Co. da, ne? Man Dass sollte sie. sich zwar nicht nur darauf verlassen in Nein. dem Sinne, also generell ist natürlich auch mein übergeordnetes Ziel in der Fotografie, so viel es geht, schon über meine Fotos selber umzusetzen, einfach auch um mir, weil ich sehr bearbeitungsfaul bin, Arbeit zu sparen. Also ich versuche immer meine Bilder schon so zu fotografieren, dass sie auch schon gerade sind, dass ich nichts mehr begradigen muss, dass mir der Crop schon so gefällt, wie ich ihn eigentlich haben will, einfach um mir selber später ein bisschen Arbeit zu nehmen. Und nur manchmal kann man halt leider die äußeren Bedingungen nicht so gut kontrollieren. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, man kann ja auch aus fast allem was noch Neues zaubern. Und ich glaube, ihr als Community könnt das auch jeden Tag aufs Neue beweisen. Von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Und genau, darum sind wir auch so ein bisschen hier, um zu gucken, was kann man denn machen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ne? Unter anderem. Ja. Genau. Ja, aber sehr schön. Vielen Dank für die Intro auf jeden Fall. Sehr gerne. Genau, und dann wäre jetzt natürlich die Frage, was gucken wir uns denn heute mal so an? Ich hätte ein Beispiel dabei, wo man wieder auf eine Bearbeitungssoftware zurückgreift, um so ein bisschen sich damit zu helfen, dass die Bedingungen nicht so waren, wie man es sich gewünscht hätte. Also ich war jetzt hier bei dem Skogafoss-Foto zum Beispiel, das war letztes Jahr im März in Island. Eigentlich haben wir da nur angehalten, weil der Sonnenaufgang war schon längst vorbei. Wir waren noch ganz woanders, sind daran vorbeigefahren und es sah halt ganz cool aus, wenn man schon von weitem die Regenbögen gesehen hat und dann sind wir vorne zum Wasserfall gelaufen und es war halt dadurch, dass ich glaube, es war mittags um 11, 12 Uhr, die Sonne war natürlich extrem hell. Ich habe dann einfach trotzdem mal ein Foto gemacht in der Hoffnung, dass ich das dann nachher im Edit halt so hinbiegen kann, als würde es Ja. aussehen, dass es quasi zu einer Primetime, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang entstanden ist. Und das Lustige war eigentlich hier, dass mit dieser Person, die man hier im Foto sehen kann, die hat es dann auf einmal angefangen, neben uns auszuziehen. Es standen, glaube ich, noch 100 andere Leute drumherum, alle Ja. mit ihren Kameras und keiner wusste so wirklich, was da jetzt abgeht. Und erst dann auch ich will nicht wissen, wie kalt das Wasser war, aber es muss eisig gewesen sein im März. Er ist dann durch das Wasser gelaufen und ist dann da auf der anderen Seite auf einmal auf dem Boah. Stein wieder aufgetaucht und hat sich dann da für 5 Minuten hingestellt und war natürlich das Motiv des Tages für alle Touristen, die da anwesend waren. Ich habe dann auch Das mit meiner glaube Kamera ich. draufgehalten und ich will jetzt einfach mal ein wenig hier an den Einstellungen rumspielen, um mal zu gucken, was man aus so einem recht, ja, ich will nicht sagen schlechten Bild, aber halt die Lichter, also es war einfach viel zu hell, das ist jetzt nichts, was ich in dem Sinne hochladen würde. Da Aber würde ich einfach mal. das mit dem Regenbogen ist halt mega Ja, also cool. es war natürlich mega cool, dass er in diesem Regenbogen steht. Nur zum Beispiel hier im oberen Bildrand sieht man halt einfach, dass es schon sehr, sehr
hell war. Und natürlich hier auch der quietschblaue Himmel ist natürlich auch nichts, was ich auf meinem Account so gerne zeige. Deswegen würde ich jetzt einfach mal loslegen und schauen, was man da so alles rausholen kann. Klar. Wie sagt man so schön? Oder gestern hat es, glaube ich, auch jemand gesagt, zwischen 11 und 3 hat der Fotograf frei. Genau. Und dann geht die Vorbereitung für den Sonnenuntergang wieder los. Genau. Ja, sind wir mal gespannt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach mal in den Chat schreiben und ich leite das an den Monsieur weiter. Also noch zum Thema 11 bis 3 frei, da kann ich wirklich mal kann ich jedem mal Finnland empfehlen als Reiseziel, vor allem im Winter, wenn dann nämlich der Sonnenaufgang morgens um 9:30 ungefähr ist. Da kann man dann schön bis um 8 Uhr schlafen, dann geht man frühstücken, ist dann auf dem Weg zum Sonnenaufgang. Dadurch, dass die Sonne ja so niedrig nur nach oben kommt, also sie geht ja gar nicht richtig senkrecht, hat man also gefühlt 3 Stunden lang Sonnenaufgangslicht. Und dann kann man eigentlich schon nach einem kurzen Mittagssnack um 14 Uhr wieder zum Sonnenuntergang fahren. Dann hat man danach seine Bilder schon bearbeitet, geht um 18 Uhr essen und kann dann um 19 Uhr schon wieder schlafen gehen. Da kriegt Nice. man als Fotograf dann auch mal ein bisschen mehr Schlaf als die üblichen 2, 3 Stunden, die man da im Sommer immer draußen Ja. unterwegs ist. Krass. Ja, da war auf jeden Fall gut was zu tun, ne? Als Fotograf so. Genau, Genau. also hier würde ich jetzt auch erstmal wieder mit meiner Basic-Bearbeitung anfangen, in den Grundeinstellungen das Bild erstmal so anpassen, wie ich es in die Richtung bekomme, wo es mir gefällt. Und erst dann im zweiten Schritt würde ich dann mich um die Farben erst kümmern. Also ich versuche so ein bisschen erstmal die Farben mit der Dynamik rauszunehmen, um das Bild ein bisschen flacher zu bekommen, weil es schon recht stark hier durch die Sonneneinstrahlung hier ist, und dann mit den Tiefen nach oben das Bild einfach so. Also ich versuche mir das Bild recht neutral hinzulegen, damit ich dann nachher ein bisschen einfacher mir die Farben zurechtlegen kann. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was sich daraus machen lässt. Ja, Und vom Framing ist es halt auch nicht so dein typisches, ne? Weil du hast ja natürlich. ne, genau, also es hat hier leider nicht funktioniert. Ich musste mich halt entscheiden zwischen, entweder nehme ich mehr Wasserfall drauf, aber dann hätte ich noch mehr von diesen Steinen gehabt. Die einzige Möglichkeit wäre wahrscheinlich gewesen, selber die Schuhe und die Hose auszuziehen, um sich in den Fluss zu stellen, aber da war ich mir in dem Moment einfach zu, da war es mir in meiner Winterjacke zu warm, als dass ich mir das hätte antun wollen. Und auch so hat es halt von der Perspektive gepasst, dass die Person halt genau im Regenbogen steht. Also ich glaube, wenn ich da zu weit nach links gegangen wäre, hätte ich mir halt das quasi davon genommen. Deswegen habe ich jetzt einfach in Kauf genommen, dass der Wasserfall angeschnitten ist. Ich würde jetzt mit einem Pinsel mich erstmal um den Himmel kümmern, dass ich den loswerde, weil man wird auf meinem Account kein Bild mit einem quietschblauen Himmel finden. Let's see. Ist generell immer sehr lustig, wenn man dann wohin fährt und dann schickt man halt die Fotos in seine Familien-WhatsApp-Gruppe, wo dann auch die Oma irgendwie drin ist, die ihm dann auch vorher noch ein schönes Wetter im Urlaub gewünscht hat, also im Urlaub an, in Anführungsstrichen, und ich mich dann immer sage, ja Oma, ich will aber kein schönes Wetter, ich will am liebsten eigentlich Wolken haben, damit ich den ganzen Tag fotografieren kann, weil das natürlich durch direktes Sonnenlicht immer ein bisschen problematisch ist tagsüber, weil die Farben dann schon sehr, sehr stark ausbrennen zum Teil und die Schatten schon sehr, sehr stark werden. Genau, und hier halt kann man wieder mit O sich angucken, wo man jetzt da mit seinem Pinsel überall gemalt hat, und dann kann man das so ein bisschen korrigieren, dass man halt keine Stellen heller macht, die man nicht haben möchte. Ich sage mal bei sowas immer nur, ich muss es nicht ganz so genau machen, weil es halt zu 98% eh nur auf Instagram landet und das an den Kanten kein Mensch nachher so genau sehen wird. Aber man hat natürlich schon so ein bisschen den eigenen Anspruch an seine Bearbeitung selber, dass man das Klar. zumindest halbwegs ordentlich. Kommst du eigentlich auch anfragen, ob du die Fotos verkaufst? Also, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte gerne das da als Poster oder das hier als, keine Ich Ahnung, habe das Kalender? mal eine Zeit lang versucht zu machen, aber da war mir einfach die Logistik dahinter zu aufwendig, weil ich einfach auch dafür zu viel unterwegs bin, als dass ich immer garantieren kann, dass ich halt Internetzugriff habe, das Bild dann quasi bei einer Druckerei bestellen kann, und dann müssen die Leute im Endeffekt, wenn sie Pech haben und sie bestellen gerade ein Bild, wenn ich irgendwie 2 Wochen dann unterwegs bin, halt recht lange auf ihr Bild warten. Deswegen habe ich für mich selber gesagt, dass es aktuell nicht vereinbar ist quasi. Ich habe es nochmal über den Drittanbieter versucht, Wollte gerade sagen, man kann es aber irgendwie vielleicht versuchen genau, outzusourcen, dass man aber das sagt. ist immer ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man halt dann sehr viel Kontrolle darüber abgibt,
Und das ist natürlich was mit Vertrauen auch zu tun hat, dass dann die Sachen nachher funktionieren. Und wenn man dann ein, zwei negative Sachen hört, dann ist man natürlich recht schnell, dass man sagt so, okay, man will jetzt seinen Namen nicht damit in Verbindung mehr bringen. Verständlich. Also hast du schon mal versucht und dann hat es nicht so gut geklappt oder Genau, so. ja, für mich selber entschieden, dass ich da erstmal auch nicht so meinen Fokus drauflegen Was waren will. so die negativen Aspekte, die dann gefragt wurden oder gesagt wurden? Wie der Shop an sich aufgebaut war, hat wohl viel nicht zugesagt, weil es sehr viel noch externe Werbung auf der Website war. Das hätte ich natürlich auch vorher schon mehr bewusst, es hätte mir natürlich vorher auch bewusst werden können, aber da habe ich nicht so wirklich Ja drauf gut, geachtet in dem Sinne. das ist ja jetzt Und nicht generell war wohl die Bestellaufmachung einigen kompliziert. Leuten, genau, also es war nicht einfach genug in dem Sinne. Und es hat auch nicht so viel abgeworfen, muss man auch ehrlich sagen. Und dann fragt man sich immer, ob man das jetzt einfach, also ob man dann den Namen dafür halt hergeben will oder ob man sagt, okay, das lohnt sich jetzt eh nicht so genau, so sehr für einen selber und deswegen lässt man es einfach sein. Ja, am liebsten würde ich hier die ganzen Steine loswerden, aber ich befürchte, dass ich da nicht genug Flussinformationen haben werde, um mir jetzt hier einen Fake-Fluss einzusetzen. Deswegen versuche ich es jetzt einfach mal mit der Belichtung, dass ich die einfach ein bisschen dunkler mache, dass die nicht so im Fokus des Betrachters liegen, weil es ja sowieso nachher um die Person selber gehen soll, die ich mir jetzt hier auch so ein bisschen noch heller in den Fokus lege. Für die Maske war das Tastenkürzel O, oder? Genau, also wenn man auf O drückt, sieht man quasi hier mit der Genau. Rotfärbung, wo der Bereich ist, den man quasi bearbeitet. Genau. Svetlana hatte nämlich eben gefragt. Aber zu dem Thema Druck und Co. kann ich das natürlich verstehen. Aber auch ein interessanter Punkt von Sir Ecky. Wie sieht es denn dann aus mit dem Thema Stockfotografie? Ist das sowas, wo du sagst, Bin bei Adobe Stock tatsächlich, auch als Premium-Anbieter. Was? Yes. Wie? Aber da fehlt mir auch manchmal einfach die Zeit, das hochzuladen. Klar, das ist natürlich auch, man muss sich dann schon hinsetzen und das alles vertaggen und alles, also. Genau, also es gab ja jetzt schon zweimal eine ganz coole Aktion von Adobe, wo das dann outgesourced wurde, wo du dann deine Fotos als Bundle abgeben konntest und das wurde dann extern quasi alles getaggt und so hat man dann ein bisschen Arbeit gespart, musste im Endeffekt nur seine Bilder da Abgeben. abgeben, genau, und dann hatte man damit keinen Stress mehr. Deswegen habe ich da mich dann auch sehr darüber gefreut, als das angeboten wurde, dass ich das einfach nicht selber machen muss. Generell muss man halt immer, also bei mir ist es so ein bisschen das Problem, dass ich da immer ein bisschen aufpassen muss, weil mit meinen Bildern auch recht oft andere Leute zu sehen sind. Zwar jetzt nur wie hier zum Beispiel in sehr, sehr klein, aber wenn es halt Leute sind, mit denen ich auch privat mal so unterwegs bin, dann habe ich immer ein bisschen Gewissensbisse, wenn ich die dann nachher fotografiere und dann landen die Bilder nachher überall auf Stock und so. Natürlich kann man dann irgendwie das kompliziert mit Verträgen machen, dass man sich da irgendwie absichert oder dass man dann Ja, es die. kommt immer darauf an, ob man die Person wirklich erkennt. Also wenn du sie nicht erkennst, dann. Ja, ich finde halt, dass es dann trotzdem so eine moralische Sache ist, dass wenn das halt vor Ort nicht abgeklärt ist, dass man dann Nee, das ist halt. klar. Also es muss dann halt ja trotzdem jedes Mal noch erfragt werden, ob es okay ist und Klar. deswegen lade ich dann meistens einfach nur dann die Bilder hoch, die dann halt die reinen Landschaftsbilder sind, wo dann einfach keine Probleme in irgendeiner Weise entstehen können. Dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Ist ja auch verständlich, ne? Also mit Modelvertrag und sowas, in Anführungszeichen, ist es halt Genau. auch eine sehr komplizierte Sache. Vor allen Dingen können ja auch die Leute, die abgebildet sind, jederzeit sagen, ich will das nicht. Genau. Dann bist du natürlich derjenige, der dann immer das Nachsehen hat und gucken muss, dass die Sachen Ja. wieder rausgehen. Und klar, gibt es viele Sachen zu beachten. Aber generell wäre das ja die Alternative, anstatt zu sagen, okay, ich mache mir jetzt den ganzen Aufwand, dass du dann wirklich das einfach abdrückst und sagst so. Die Leute können sich das selbst bei Bedarf ausdrucken und sonst was. Ich stelle denen halt einfach nur das Rohmaterial zur Verfügung. Ja. Ja. Ist ja auch eine schöne Sache für dich als Fotograf für das Thema passives Einkommen. Ne, auf Ja. jeden Fall, ja. Wenn man halt einmal die Arbeit gemacht Gemacht hat. hat, Genau. dann ist es im Endeffekt ja was nicht mehr. Also es bleibt halt dauerhaft online, steht natürlich immer zur Verfügung. So, ich Genau. habe jetzt hier noch gar nicht so viel gemacht. Jetzt eigentlich nur mit der Temperatur das ein bisschen kühler gemacht, um halt so eine etwas kältere Stimmung zu erzeugen. Ich habe es gestern auch schon gesagt, ich gucke immer, dass ich meine Bilder nachher auch so in die Richtung bearbeite, wie ich selber halt mich vor Ort gefühlt habe. Also es würde keinen Sinn machen, das Bild jetzt irgendwie besonders warm zu gestalten, weil das waren wahrscheinlich nur 4, 5, 6 Grad und generell, wer schon mal in Island war, der weiß, dass es da auch im Sommer mit ein bisschen Wind recht kühl sein kann. Und deswegen versuche ich immer so ein bisschen die Stimmung in meinen Bildern auch so wiederzugeben, wie ich es halt selber
im Moment des Abdrückens quasi erlebt habe. Und jetzt würde ich mich halt dann nochmal ein bisschen mehr um die Farben kümmern. Da würde dann jetzt wieder meine Lieblingszahl zum Einsatz kommen, die 229 in der 229. Teiltonung, um dann einfach so ein bisschen noch mehr kühle Farben hier in die Tiefen reinzubekommen, dass es einfach noch ein bisschen kühler wirkt. Ich versuche das immer mit der Teiltonung zu machen, weil wenn ich es jetzt nur über die Farbtemperatur mache, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich auch vor allem jetzt hier die helleren Stellen, die jetzt vom Licht quasi berührt werden, dann auch damit angreifen würde, wobei ich es gar nicht jetzt haben will. Also deswegen versuche ich mir meine Farben, also vor allem die Blautöne in der Teiltonung erst hinzuzufügen, um dann wirklich so dieses kühlere zu erzeugen. Nice. Nice. Schauen wir mal, was du daraus zauberst. Aber generell ist es ja sowieso so, hast du ja auch gestern schon erzählt, dass du großen Wert darauf legst, dass die Farben auch natürlich gehalten sind und eben nicht zu künstlerisch aussehen, Genau. sondern eher schon der Natur angepasst. Ja. Also hier würde ich jetzt auch nur mit der Sättigung quasi nochmal ein bisschen entgegenwirken, weil ich halt eben die Sättigung ein bisschen rausgenommen habe, um das flachere Farbprofil erstmal hinzubekommen. Dadurch habe ich natürlich dann ungewollt den Regenbogen angegriffen. Das kann ich dann Klar. einfach in den Farbkorrekturen dann nochmal anpassen. Und dadurch, dass dann aber auch automatisch hier die Wand halt wieder sehr, sehr hell und gelb wird, kann ich dann wieder mit einem Pinsel nur für den Bereich dagegen steuern. Sind wir mal gespannt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach mal in den Chat schreiben. Ich finde es ja immer wieder schön. Einfach auch nur zuzuschauen, gibt es ja auch ganz viele, die einfach sagen, hey, ich will das einfach nebenbei so ein bisschen zum Genießen, zum bisschen was erhaschen mitbekommen. Aber genau, traut es euch ruhig, dafür ist der Marcel ja da. Na, um euch auch zu beantworten, was ihr wissen wollt von ihm. Von daher. Let us know. Let us know. Genau. Nicht let us know, sondern let us know. Let us know, let us know, let us know. Julia geht schon weg. Tschüss, bis morgen, Julia. Tschüss. 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 Ich finde es ja auch ganz cool, dass der Tim diesmal da ist. Unser lieber Kollege. Der Tim. Der uns hier ja auch normalerweise im Chat unterstützt und jetzt heute wirklich mal gesagt hat, ich komme mal vorbei und mach mal hier vor Ort ein bisschen Trambam. Ja, ist doch schön. Er wohnt ja eigentlich in Magdeburg, ne? Ist ja auch. Ja. Halle. In Halle? Ja, halt umgezogen. Wann dann? Wann das denn? Ja, und jetzt bin ich an einem Ergebnis für mich selber angekommen, wo ich sage, das ist jetzt was, was auch von den, wenn ich halt wieder auf mein Instagram hier zurückgehe, dann sieht man halt, dass er eher kühlere Farben natürlich gepaart mit schönem goldenen Sunrise-Sunset-Licht ist. Dennoch hätte jetzt hier das vorher nicht wirklich in meinen Feed gepasst. Und jetzt bin ich an einem guten Endergebnis angekommen, wo ich sagen kann, dass ich das auch sehr, sehr gut in meinen Feed integrieren kann. Und eigentlich habe ich im Endeffekt, also man sieht es jetzt hier auch bei dem Before und After, dass gar nicht so viel gemacht wurde, dass es im Endeffekt nur von der Wirkung ein bisschen kühler gemacht wurde. Und hier natürlich jetzt recht viel selektiv gearbeitet, also mit Pinseln und Verläufen, einfach weil das Bild an sich zu unterschiedlich ist, als dass ich alles über einen Regler kontrollieren kann. Deswegen ist es hier eine große Hilfe, dass man halt mit den Pinseln und den Verlaufsfiltern sehr, sehr gut selektiv in dem Bild arbeiten kann und dann auch eben über das Kürzel mit dem O sich auch genau anzeigen kann, wo ich da jetzt was mache Ja. und dann aber auch nachträglich halt nochmal sich alles anzeigen lassen kann, wo jetzt irgendwie ein Pinsel liegt und dass ich dann nachher auch nochmal quasi bearbeiten könnte, wenn ich jetzt sage, okay, die Felswand ist mir jetzt doch irgendwie noch ein bisschen zu hell, könnte ich dann den Pinsel nochmal auswählen und müsste dann nicht nochmal von vorne anfangen in dem Sinne. Martin hat eben noch mal kurz gefragt, was du bei der Kamerakalibrierung gemacht hast. Vielleicht kannst du da noch mal kurz zeigen, was du da eingestellt hast. Ja, das ist. Ich gucke immer, wenn ich mit der, wenn ich in den Farbeinstellungen hier oben noch nicht so ganz auf das Farbschema komme, wo ich quasi das Bild im Endeffekt hinhaben will, dann hat man immer noch mal ein ganz gutes Backup, wenn man in die Kamerakalibrierung geht und dann hier noch mal kann man noch mal so ein bisschen in den Werten rumspielen und das Bild halt noch mal ein bisschen hier entweder ins Grüne ziehen oder ins
ins Orangene. Und wenn ich jetzt hier bei dem Blauwert halt so ein bisschen ins Minus gehe, dann sehe ich halt, dass ich zum Beispiel Regenbogen noch mal ein bisschen farbiger bekomme. Aber das ist wirklich nur so der zweite Schritt, wenn ich nicht oben schon in der Teilturnung und in den Farben an sich, wenn ich da noch nicht auf den hundertprozentigen Look gekommen bin, den ich mir vorstelle für mein Bild. Generell ist auch dazu zu sagen, dass man die Regler hier unten sehr vorsichtig anfassen sollte, weil die Wirkung schon recht Stark. stark ist, wenn man da jetzt zu sehr ins Extreme geht. Klar. Ja. Aber es ist auch generell so, ne? Man muss ja immer gucken, dass man alles in Maßen anfasst, weil sonst. Genau, also zumindest sage ich mir das für meinen Teil, weil ich natürlich schon als Ziel habe, den Look möglichst natürlich zu halten. Und deswegen würde ich da jetzt keine wilden Farbexperimente quasi veranstalten. Was ja auch ganz cool ist. Ich wusste Leon, zum Beispiel ja? auch lange Zeit gar nicht, dass es hier sowas unten wie Kamerakalibrierung, Teilturnung gibt. Also es war wirklich am Anfang, als ich mit Lightroom angefangen habe, war das so dieses klassische, Mal ich kümmere mich ausprobieren. eigentlich nur um meine Grundeinstellung und dann, oh, ich kann die Sättigung und Dynamik ein bisschen verändern und dann natürlich in den einzelnen Tönen auch nochmal so ein bisschen was machen, aber dass man dann nochmal über die Teiltonung und im zweiten Schritt darüber hinaus über die Kamerakalibrierung nochmal sehr, sehr viel machen kann, war mir lange Zeit gar nicht bewusst. Und wenn man das halt einmal für sich entdeckt hat, dann hat man einfach nochmal das Lightroom als Tool für sich, ich will nicht sagen neu entdeckt, aber man hat trotzdem sich nochmal deutlich mehr Möglichkeiten geschaffen, wie man auch aus einem Bild nochmal mehr deutlich Ja. rausholen kann. Ganz klar, ja. Leon hat eben gefragt, bist du rein zufällig auf dieses Editing gestoßen vom Stil her oder durch Ausprobieren oder hattest du einfach schon immer so ein gewisses Bild im Kopf für dich? Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den weißen Himmel, nehme ich mal an, Zum so ein Beispiel, bisschen, ja. ja. Oder auch einfach generell deine Art zu sagen, hey, ich Ja. will, dass die Farben natürlich gehalten werden, Ja. denke ich mal. Also, dass die Farben natürlich sein sollen, das ist einfach von meinem eigenen subjektiven Empfinden so, dass ich selber nicht so ein Freund davon bin, wenn ich irgendwie Bilder sehe, die zu sehr verändert sind. Das ist einfach, also ich würde selber auch nichts posten wollen, was mir nicht gefällt. Deswegen habe ich das eigentlich von vornherein für mich entschieden, dass meine Bilder recht natürlich sein sollen. Und das mit dem weißen Himmel, das kam halt so nach und nach, weil ich eigentlich, wie eben schon gesagt habe, eher lieber fotografiere, wenn es bewölkt ist, einfach weil die Wolken natürlich ein riesiger Diffusor sind und das Licht dann viel gleichmäßiger ist und man auch einfacher dann nachher bearbeiten kann, einfach weil es nicht so viel Licht und Schatten gibt, wo die Farben einem dann irgendwie ausbrennen. Und dadurch, dass halt dann auch viele Bilder dabei waren, wo die Himmel eh schon weiß waren aufgrund der Wolken, habe ich dann einfach bei manchen Bildern nachgeholfen, die dann halt keinen weißen Himmel hatten, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel wieder auf meinen Kanal zurückgehe, würde es halt für mich zumindest subjektiv komisch aussehen, wenn ich jetzt halt ein Bild habe, das hat einen blauen Himmel, dann habe ich einen weißen Himmel, dann habe ich einen roten Himmel, dann habe ich wieder einen weißen Himmel und wieder einen blauen. Also ich will halt, dass alles so eine gewisse Farbpalette hat, die man in allen Bildern wiederfindet. Und damit habe ich mir zumindest gesagt, dass ich das am einfachsten mache, wenn ich halt die Bilder erstmal alle, wenn ich da halt die Himmel einfach weiß mache. Ja. Weil es einfach besser zusammenpasst für mich. Genau, das hat auch genau gerade Dennis eben gefragt, der gesagt hat, ich bin gerade dazu gekommen, wieso lässt du den Himmel komplett ausbrennen? Das hat dein Style, ne? Ja. Genau. Muss ja auch nicht jedem gefallen. Das ist ja auch immer eine Sache. Ich meine, das ist halt der eigene Geschmack, ne? Genau. Ich finde es schön. Ich meine, in dem Sinne, das Einzige, man kann natürlich auch sagen, okay, mir gefällt jetzt die Bearbeitung, wie ich es jetzt gemacht habe, nur ich würde jetzt den Himmel blau lassen. Dann lasse ich halt die zwei Bearbeitungsschritte mit den beiden Pinseln einfach für mich selber weg und nehme mir nur die Bearbeitung, wie ich halt in so einen kühlen Look reinkomme, lasse mir aber selber den blauen Himmel oben und dann habe ich ja auch meinen eigenen Genau. Stil quasi adaptiert. Das ist ja zum Glück jedem selber überlassen. Yes. Das stimmt, genau. Katharina hat gefragt, bearbeitest du jedes Bild komplett oder benutzt du ein Preset und passt es danach weiter an? Und wer oder was inspiriert dich? Ja, viele Fragen auf einmal. Ja, die erste Frage hast du ja Mit schon den erst auf. Presets. Ja, genau. Genau. Also ich habe meistens so saisonale Presets, die ich dann zum Beispiel mache, wenn ich auf den Färöerinseln war und halt recht viele Bilder da bearbeitet habe, die halt von der Grundstimmung recht ähnlich waren und auch von den Farben natürlich sich ähneln, weil man recht wenig Unterschiede findet, wenn man sich jetzt nur auf einer kleinen Inselgruppe aufhält. Oder ich hatte zum Beispiel Herbst-Presets, die dann natürlich besser funktionieren, wenn man viele Orangetöne hat, dass man dann mehr Blau in die Tiefen packt, einfach für diesen komplementären Kontrast quasi. Also deswegen habe ich schon Presets, die dann aber mehr saisonal sind. Deswegen funktionieren jetzt meine Herbst-Presets zum Beispiel nicht bei mir auf einem Sommerbild, einfach weil wahrscheinlich dann das grüne Gras eher orange werden würde. Deswegen gehe ich meistens schon das Bild selber an und gucke dann, wo ich lande. Und wenn ich halt, wie gesagt, irgendwie in Kanada unterwegs bin oder in Island im Sommer,
und dann mehrere Bilder mache, die sich etwas ähneln, dann erstelle ich mir meistens Presets, womit ich dann halt ein bisschen Bearbeitungszeit spare, aber natürlich muss man dann nochmal individuell die Sachen anpassen. Und ich glaube, die zweite Frage war Wer oder was dich inspiriert. Inspiration, ja. Genau. Also ich kann jetzt nicht irgendwie so fünf Namen raushauen, von wegen, das sind so meine größten Idole oder das wechselt auch mal so ein bisschen. Also ich habe, also natürlich folgt man schon den bekannten Leuten auf Instagram, die für sich selber ganz cooles Zeug machen. Aber trotzdem habe ich recht fix eigentlich versucht, mir so meine eigene Nische, meinen eigenen Stil zu finden und dann auch gar nicht so den Anspruch gehabt, das Große jetzt von anderen Leuten zu kopieren. Natürlich am Anfang, wenn man anfängt, weiß man noch nicht so genau, wie man es irgendwie machen soll. Dann holt man sich mal das Preset-Pack von dem einen, guckt, wie er so auf deinen, wie er quasi auf sein Farbspektrum im Edit kommt. Aber da muss man halt irgendwann den Sprung davon wegschaffen, dass man quasi seine eigenen Sachen kreiert. Und deswegen würde ich auch gar nicht sagen, dass ich viele Inspirationen habe, was jetzt so die Bildbearbeitung oder das Fotografieren an sich angeht, sondern eher so die Gespräche über übergreifende Themen. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit Leuten treffe, die das halt auch hauptberuflich machen, dann ist es eigentlich ganz cool, Erfahrungen auszutauschen. Wenn man zum Beispiel in ein neues Feld reinsteigt, zum Beispiel ganz am Anfang, ich hatte keine Ahnung, wie ich jetzt zum Beispiel meine Preise gestalten soll. Wenn man mit einem Tourismusverband zusammenarbeitet oder ich wusste nicht, dass es unterschiedliche Fotolizenzen gibt für Social Media, für Website, für Print, für Commercial Use, da ist man natürlich extrem dankbar, wenn man dann Leuten einfach auch auf Instagram schreiben kann, die das schon ein bisschen länger machen, die einen dann auch nicht irgendwie als Konkurrent ansehen und sagen so, ja, ich will dir jetzt nicht irgendwie weiterhelfen oder so, sondern die dann halt in dem Sinne so charakterstark sind, die dann sagen, ich mache ja eh mein eigenes Zeug und es gibt so viele Sachen zu tun, die einem dann auch weiterhelfen. Deswegen bin ich auch immer ganz froh, wenn dann Leute mir schreiben und sagen so, hey, kannst du mir vielleicht ein, zwei Tipps geben? Weil im Endeffekt ist es natürlich, also ich bin der Klar. Auffassung, dass wenn ich den Leuten ein, zwei Tipps mitgebe, wie sie sich halt selber auch gut verkaufen, dass es dem Markt an sich langfristig besser tut, weil du natürlich darum immer kämpfst, dass die Firmen das akzeptieren, dass deine Arbeit auch Geld wert ist und nicht nur eine kostenlose Hotelübernachtung in dem Sinne. Und natürlich Genau. habe ich da langfristig einfach mehr, wo bin ich denn jetzt hier gelandet hier? Habe ich da mehr von, wenn ich einem Neuen einfach helfe und sage, hey, mach dir mal Gedanken darüber, dass deine Arbeit auch was wert ist, lass dich nicht nur in Produkten bezahlen. Und damit minimiere ich natürlich auch die Gefahr, dass es dann zu sehr die anderen Firmen adaptieren, weil sie sehen, okay, es gibt ja genug Leute, die es quasi umsonst machen. Deswegen bin ich immer dankbar. Also ich war am Anfang sehr, sehr dankbar, dass ich halt Leute hatte, die ich mit Fragen nerven konnte. Und das versuche ich auch immer zurückzugeben. Also wenn mich jemand anschreibt und fragt so, hey, ich weiß nicht so genau, wie ich da rangehen soll, wie soll ich da meine Pakete schnüren, dann versuche ich immer so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und da muss man natürlich selber Fotografen entscheiden. willst? Zieh weiter, sorry. Da muss man natürlich dann, kann man die Tipps entweder annehmen und sagen, ja, das klingt plausibel für mich, oder man findet dann einfach seinen eigenen Weg. Das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Schön, schön. Wie sieht es denn aus mit der RGB-Kurve? Hatten wir auch schon gestern so ein bisschen das Thema, ne? Ja. Nutzt du die RGB-Kurve gar nicht? Nö. Hö, Janis. Gar nichts. Es ist Genau. alles nur über die Teiltonungen hier, über die einzelne Farbkorrektur. Und wie gesagt, wenn ich dann noch so ein bisschen Farbpotenzial rauskitzeln will, dann gehe ich wirklich runter in die Kamerakalibrierung, aber mit den RGB-Kurven habe ich mich noch nie so auseinandergesetzt, dass ich mich damit wohlgefühlt habe, da auf ein Endergebnis zu kommen, wo ich gesagt habe, ich kann die Kurve so kontrollieren, dass ich auch gezielt die Kurve einsetze, um auf das Endergebnis zu kommen. Und da ich ja schon vorhin gesagt habe, dass ich eher bearbeitungsfaul bin, gehe ich dann einfach den Weg, wo ich selber für mich sage, okay, ich weiß genau, wenn ich das Bild mache oder wenn ich jetzt mit der Bearbeitung anfange, dann kümmere ich mich nur um die Regler, die ich auch beherrsche. Wenn ich damit eh auf mein Endergebnis komme, was mir gefällt, dann brauche ich ja im Endeffekt das andere auch nicht. Auch eine interessante Frage von Leon, die ja eigentlich bei dir ganz anders ist oder anders war als bei vielen anderen, wann du vom hobbymäßigen Fotografen ins berufliche umgestiegen bist. Ob es da einen bestimmten Zeitpunkt bei dir gab, Ja. wo du gesagt hast, jetzt bin ich bereit für einen Sprung Ja. oder eben nicht. Und das ist Ja. ja bei dir auch relativ unüblich gewesen, ne? Ja. Ich hatte es gestern ja auch schon mal kurz Genau. angerissen. Also bei mir war es halt so, dass ich aus Amerika zurückgekommen bin und auch dann erst mit Landschaften angefangen habe. Und da war es auch noch nicht so, dass es halt so extrem viele gemacht haben, gefühlt vor 3 Jahren. Der Hype ist ja echt erst so vor 2 Jahren, das ist ja nochmal richtig explodiert und die Accounts sind ja, es kommen ja jeden Tag neue Accounts dazu, was natürlich auch super cool ist, weil gerade Leute, die neu reinkommen, bringen auch nochmal neue Perspektiven, neue Inspirationen mit sich.
Da habe ich es dann so gemacht, dass ich gekellnert habe, wirklich 50% des Monats nur gearbeitet, Geld verdient, Geld gespart und die andere Hälfte habe ich dann quasi angefangen, so langsam mal nach Norwegen zu fahren, mal in die Dolomiten zu fahren, einfach um so ein bisschen Portfolioarbeit zu machen. Habe dann meine ersten Aufträge bekommen, ich habe was für Audi Norwegen gemacht. Das war natürlich so, wow, cool, dass man mal so eine Chance bekommt, obwohl man noch gar nicht so viel Erfahrung hatte. Das hat man dann genutzt, um sein Portfolio aufzubauen. Hat dann die klassischen Uhren-Kooperationen am Anfang auch gemacht, weil man halt relativ schnell einfach auch gut Content verkaufen kann. Und dann habe ich halt im Sommer entschieden, nach ungefähr 7, 8 Monaten, wo ich das, ich sag mal, in Teilzeitmodell verfolgt habe, habe ich dann für mich entschieden, dass meine Aufträge sich halt vermehren, eben weil ich auch mehr Erfahrung sammle, mehr in meinem Portfolio drin habe, den Firmen einfach auch mehr Beispiele schicken kann, was sie erwarten können, damit sie sich ein besseres Bild machen können. Dann auch mehr, dann sehen die Firmen natürlich auch den Mehrwert darin und sind eher bereit, auch Geld dafür zu zahlen, wenn sie halt schon gute Arbeiten gesehen haben. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, die Zeit, die ich im Restaurant halt nicht verschwende, aber die ich da halt verbringe, kann ich besser nutzen, indem ich sage, ich trenne mich davon und ich mache das jetzt Fulltime. Dazu muss man halt sagen, dass ich noch zu Hause gewohnt habe und halt auch keine laufenden Kosten hatte, halt keine Genau. Verpflichtungen wie Angestellte oder ein Bürogebäude oder ein Auto oder sowas hatte. Deswegen ist natürlich auch die Hemmschwelle nicht so gewesen, dass ich jetzt in 10 Jahre, dass ich jetzt einen Job kündige, in dem ich 10 Jahre bin, in den ich danach nicht mehr reinkomme oder dass ich irgendwie Klar. 10.000 Euro laufende Kosten im Monat erstmal decken müsste. Deswegen hat mir der Schritt relativ leicht, ist er mir recht leicht gefallen, weil ich einfach für mich gesagt habe, gut, wenn es nicht passt, nach 2, 3 Monaten muss ich mal wieder einen Job suchen, wo ich dann halt mein festes Einkommen habe. Aber trotzdem hat der Schritt mich halt nach vorne gebracht, weil ich halt so viel Zeit hatte, weil ich es halt Fulltime machen konnte ohne Studium nebenbei. Ich war halt sehr flexibel, auch mal für was Kurzfristiges zu haben. Ich konnte trotzdem auch langfristig planen, also auch mal ein halbes Jahr im Voraus schon mit einer Destination Sachen erarbeiten, die natürlich ein bisschen langfristiger geplant werden müssen. Und dann habe ich aber dann nach 1,5 Jahren für mich entschieden, dass ich das jetzt nicht für mein ganzes Leben so machen will. Also zumindest nicht in dem Modell, wo ich mich gerade drin befinde. Und in Deutschland ist es halt schon so, dass man eine gewisse Weise eine Berufsausbildung haben sollte, ob es jetzt eine Ausbildung ist oder ein Studium. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, im Fernstudium dann meinen Tourismusmanagement-Bachelor anzufangen. Da bin ich jetzt auch gerade im 3. Semester. Bei mir ist halt der Vorteil einfach durch das Fernstudium, dass ich quasi mein Skript auf dem iPad oder auf dem MacBook dabei habe. Ich kann unterwegs quasi lernen, kann auch meine Klausuren theoretisch unterwegs schreiben und damit kann ich natürlich beide Sachen ganz gut verbinden, dass ich quasi schon eigentlich Fulltime-Fotograf bin und auch sehr viel unterwegs bin, aber dass ich ja trotzdem auch so ein bisschen die schulische Ausbildung nicht so ganz aus dem Blickfeld verliere. Und inzwischen ist es halt auch tatsächlich so, dass mir das Studium natürlich auch, dass es mich selber weiterbringt, weil durch das Management-Studium hast du ja auch BWL-Aspekte oder Bilanzierung und Co. Und das hilft dir natürlich auch weiter, dass du einfach dein eigenes Unternehmen ein bisschen besser kennenlernst, dass du ein bisschen mehr Ahnung vom Steuerrecht und etc. hast. Und dadurch, dass du aber auch Tourismusmanagement lernst, hast du natürlich auch Ahnung, wie so eine Agentur halt ihre Kampagnen aufbaut, wie das Marketing funktioniert. Und deswegen ist es zum Beispiel bei mir so, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, dann schreibe ich nicht irgendwie von wegen, mein Name ist der und der und ich würde gerne euch 3 Fotos verkaufen, sondern ich schreibe ganz genau aufgelistet, das sind die Sachen, die ich anbieten kann, die Leistungen, das bringt euch langfristig den und den Effekt. Hau noch 2, 3 Fachbegriffe aus dem Tourismusmarketing mit rein und schon denkt natürlich eine Destination. Und man suggeriert natürlich direkt viel mehr, dass man denen auch einen Mehrwert bieten kann. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das Studium für mich angefangen habe, weil es mich einfach auch selber in meiner Selbstständigkeit nach vorne bringt. Aber natürlich ist eher der andere Weg. Die meisten studieren natürlich direkt nach dem Abi und machen das dann so ein bisschen nebenbei, fahren dann meistens am Wochenende weg und haben dann halt die gewisse Sicherheit. Ich habe halt für mich entschieden, dass ich mich selber nicht in einer normalen Universität sehe, weil ich würde dann da sitzen wahrscheinlich im Hörsaal und denken, ja, ich könnte jetzt auch in Island unterwegs sein und die Wasserfälle fotografieren. Und Klar. deswegen ist das so für mich der beste Weg aktuell zumindest, den ich so verfolge. Noch ein schöner Weg auf jeden Fall. Ja, mit Ja. vielen Möglichkeiten zum Glück. Genau. Wie gesagt, es ist ja auch immer das eigene Ermessen, ob man sagt, hey, die Selbstständigkeit ist für mich was, oder ich will es halt lieber sicherer haben. Ne? Ja. Also klar, es hat auch nicht jeder die Chance, sich das auszusuchen, aber im Endeffekt, Man muss auf jeden Fall ein Typ dafür sein, genau. langfristig zumindest, dass man halt wirklich mit dem, also man macht sich natürlich als Selbstständiger auch immer selber mehr Druck, als man wahrscheinlich eigentlich haben müsste, gerade wenn man jetzt nicht als
als Fotograf für Werbekampagnen gebucht wird, weil dein Name schon sehr bekannt ist, wo du dann sagst, okay, dein Name ist eh schon so im Business, das ist ein Selbstläufer. Gerade wenn du halt wie ich noch sehr viel im Social Media mit drin steckst, bist du natürlich auch extrem abhängig davon, dass es halt auf Social Media weiterläuft, wenn der Algorithmus mal nicht so ist. Es ist wie bei den YouTubern, die dann erstmal verzweifeln, dass sie keine Views mehr haben. So ist es natürlich auch bei mir, wenn meine Bilder nicht so gut laufen, wie sie es vielleicht vor einem halben Jahr gemacht haben. Da kann man dann daran verzweifeln oder man steht halt drüber und versucht dann einfach, das so ein bisschen auszugleichen, indem man sich ein bisschen von dieser Social Media Nische trennt, um halt ein bisschen unabhängiger zu werden. Klar. Und klar, man steht natürlich morgens auf, man steht für sich selber auf, was halt für mich das Hauptargument ist, das halt selbstständig zu machen, weil ich für mich selber halt arbeite. Also ich weiß für mich selber, dass wenn ich 100% gebe, dass es mir selber halt, dass es nur mir selber was bringt und niemand anderem. Es ist jetzt nicht so, dass ich halt morgens aufwache und denke, oh, ich habe jetzt keine Lust, nachher wieder für meinen Chef dem seine Aufgaben zu machen, weil er halt keinen Bock drauf hat, sondern ich bin halt mein eigener Chef. Und dadurch habe ich natürlich auch viel mehr Motivation, halt auf diese ganzen Reisen zu gehen und halt auch mal in 2 Wochen nur vielleicht 20 Stunden gefühlt zu schlafen insgesamt oder sagen wir mal 30, wenn man im Sommer unterwegs ist, kennt ja jeder. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang liegen so nah aneinander. Dazwischen fährt man dann noch irgendwie 8, 9 Stunden in Norwegen rum, um zum nächsten Ort zu kommen. Da muss man noch die Bilder sichern und bearbeiten und essen. Da bleibt dann nicht mehr so viel Zeit fürs Schlafen über. Aber wenn man das halt macht, wenn man es gerne macht, dann würde ich sagen, es ist das Beste, was man für sich. Eben. Du vereinst ja auch so ein bisschen dein Hobby und deinen Beruf damit, ja? Genau. Das ist ja auch deine Leidenschaft. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, also da gibt es ganz viele Variationen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wenn man das anpackt. Fest steht einfach, dass man für sich selbst schauen muss. Was ist für mich das, womit ich mich am besten fühle? Ja. Ne? Ich würde jetzt gerne als nächstes Klar. mal ein Panorama zusammensetzen. Ich habe gestern schon erzählt, dass ich so eine leichte Krankheit habe, dass ich keine Querbilder mache, weil ich halt immer nur in dem Hochkant 4 zu 5 Format denke, wenn ich meine Fotos mache. Mit der neuen Mavic oder mit den neuen DJI-Drohnen wurde ja auch quasi der Porträtmodus eliminiert, dass man keine Hochkantbilder mehr machen kann. Deswegen ist man quasi darauf angewiesen, Panorama-Shots zu machen, um halt ein Motiv, was halt eigentlich ein Wie Quermotiv meinst du? ist. Also, Wie meinst du? Quer wurde eliminiert, meinst du? Der Porträtmodus wurde ja entfernt von den Drohnen. Also es Ach hatte so, ja von nur den die Drohnen. Mavic 1 Ja, quasi ja, und ja. danach war ja, bei Mavic Air war es ja schon nicht mehr und bei den Mavic 2 ja auch nicht. Da habe ich natürlich das Problem, wenn ich ein Motiv habe, wie jetzt hier den Old Man in Schottland, der eigentlich als Quermotiv funktioniert, nur da kann ich natürlich keinen Hochkantcrop draus machen, deswegen muss ich halt ein Panorama machen, einfach um mehr Informationen drum zu bekommen. Und das ist halt super einfach in Lightroom, einfach sich deine neuen Fotos, also die Fotos selber, erstellt die Drohne auch automatisch. Da muss man dann jetzt nicht selber irgendwie gucken, dass man da Bereiche nachher irgendwie nicht fotografiert hat, die dann nicht zusammengesetzt werden können. Wenn ich sie dann in meine Library importiere, dann kann ich ganz einfach mit einem Rechtsklick hier zusammenfügen von Fotos und dann auf das Panorama kann ich mir da ganz easy ein Panorama zusammensetzen lassen. Das dauert immer so ein bisschen, weil mein MacBook ein bisschen vollgemüllt ist und weil die Dateien relativ groß sind, aber im Nachhinein weiß ich es sehr zu schätzen, weil diese Panorama-Shots haben halt eine Auflösung nachher von, ich glaube, 12.000 Pixel oder so. Also da könnte ich mir wahrscheinlich meine komplette Wohnung mit vollkleistern und die Auflösung wäre immer noch 1A und jetzt sieht man halt gleich, wenn ich es dann mal zusammensetze, dass man viel mehr Informationen hat drumherum, um halt auch aus einem Querformat Foto auch sein Hochbild für Instagram rauszuziehen. Also ich bin halt der Meinung, dass man schon eher Hochkantbilder posten sollte, weil der Screen halt einfach mehr ausgenutzt wird, weil die Querbilder schon sehr, sehr klein immer sind. Und deswegen ist es für mich auch ganz gut, weil ich halt so oft vergesse, Querbilder zu machen. Wenn ich dann die Panoramashots mache, habe ich halt automatisch ein paar Querbilder. Ja, Ja. und Jetzt haben dann geht's hier jetzt auch schon ans. das fertige Panorama. Es ging ja schnell. Ja, relativ. Zack. Also man sieht jetzt hier natürlich schon die Verzeichnung und auch die Verzerrungen hier an den Seiten. Das ist jetzt für mich nicht so wild, weil es mir sowieso eher hier um den mittleren Bereich geht. Also ich mache ja die äußeren Fotos eigentlich nur, um quasi ein bisschen Informationen am Rand zu haben, um dann nachher mein Hochkant Foto raus zu importieren. Vielleicht kannst du es nochmal zeigen, wie du das gemacht hast mit dem auf Panorama einstellen. Das zusammenfügen meinst du? Ja, also wenn ihr euch die neuen Bilder, oder man kann natürlich auch hier, wie bei den drei Shots, es ist jetzt nur ein Porträt,
Panorama, also drei Bilder übereinander. Ich mache meistens inzwischen 9 Bilder, dass ich halt auch ein Querbild draus ziehen kann. Wenn ich die alle markiere, dann kann ich ganz einfach, dann nehme ich mir irgendein Bild, was markiert ist, und mache mit einem Rechtsklick, da suche ich mir dann hier unten im Menü den Reiter Zusammenfügen von Fotos. Und wenn ich dann auf Panorama drücke, dann wird halt mein Panorama quasi auch als RAW-Datei quasi generiert. Also es sind alles DNG-Files. Natürlich auch mit der Begründung, dass ich so viele Bildinformationen wie möglich zur Verfügung haben möchte, um dann auch im Edit noch ein bisschen was zu machen. Die Geschichte hierzu ist eigentlich ganz lustig. Ich war unterwegs in Schottland und ich war an einem anderen Ort. Ich war an einem Wasserfall, wo man auch runterwandern kann. Der sah allerdings recht unspektakulär aus, weil es nicht viel geregnet hat und der Wasserfall war quasi nicht existent. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, fährst du noch schnell zum Old Man, der ist nur 10 Minuten weiter. Und dann bin ich angekommen und ich habe nur gesehen, dass sich leichter Nebel gebildet hat. Aber jeder, der da schon mal hochgelaufen ist, man kann es hier sehen, die Wanderwege sind nicht wirklich ausgebaut, sondern es sind nur so Trampelpfade. Das dauert ungefähr 1,5 Stunden da hoch, bis man dann hier diesen gesamten Weg hochgelaufen ist. Die Zeit hatte ich halt nicht, weil ich den Nebel nicht verpassen wollte. Also habe ich mich dazu entschieden, meine Drohne unten an der Straße fertig zu machen und bin dann einfach die 1,5 Stunden nicht gelaufen, sondern mit meiner Drohne hochgeflogen und habe dann nur Drohnenshots gemacht. Weil in der Zeit, wenn ich dann hochgelaufen wäre, wäre der Nebel leider schon wieder weg gewesen. Dadurch, dass auch keine anderen Autos standen, bin ich dann auch davon ausgegangen, dass da oben keine anderen Personen sind, die ich dann auch nicht störe, wenn ich da mit meiner Drohne rumgeister. Und hier ist halt eigentlich schon, also das Grundbild an sich gefällt mir schon extrem gut, weil man halt hier dieses leichte Licht von links hat. Also man sieht ja schon, das Bild ist, also es war sehr bewölkt. Dadurch ist das Licht auch selbst nach, ich glaube, es war 1,5 Stunden nach Sunrise, ist es immer noch nicht so, dass ich jetzt sage, boah, mir brennt das komplett mein Bild aus, es sind ja hier auch keine Schatten zu sehen, sondern das Bild an sich ist ja schon sehr, sehr weich in seiner Farbgebung. Deswegen werde ich hier bei dem Bild auch gar nicht so viel bearbeiten müssen. Das ist natürlich der Idealfall, dass man sein RAW schon so in die Kamera bekommt, dass ich eigentlich nur noch so eine Basic RAW-Bearbeitung mache, um dann einfach das flachere Farbprofil wieder anzupassen. Und das sind dann eigentlich wieder so die Standardgriffe, dass man die Tiefen so ein bisschen hochholt, um dann ein bisschen mehr Informationen aus den Schatten zu holen. Und dann arbeite ich lieber mit den Schwarztönen, um ein bisschen Kontrast hinzuzufügen, weil halt der Kontrastregler, wenn ich ihn jetzt mal auf 100 schieben würde, sieht man halt, dass es natürlich viel zu stark ist, aber dass auch die Farben schon bearbeitet werden durch den Kontrastregler. Deswegen versuche ich immer erst hier mit meinen Tiefen, mit meinen Weißtönen und den Schwarztönen so ein bisschen mehr Tiefenwirkung reinzubekommen. Und wenn das noch nicht gelangt, dann gehe ich hier runter und schiebe an den Reglern noch ein bisschen rum. Ich selber bin nicht ein Freund von der Gradationskurve. Ich habe da nicht so die Punkte für mich gefunden, wo ich sage, das ist jetzt der Punkt, wo ich die Maus ansetze, um dann auch wirklich die Wirkung zu erzielen, die ich gerne hätte. Deswegen mache ich das meistens hier mit den Schiebereglern, weil ich da für mich selber entschieden habe, dass ich da so ein bisschen mehr Kontrolle drüber habe. Sehr cool. Ja, und es Weißt du, ist warum halt. der Old Man heißt? Ich weiß, dass das seine Frau ist. Die heißt zwar irgendwie nicht Old Woman, aber der Legende nach ist das irgendwie Sagt man hier. auch bei Ladies nicht, ne? Eben. Nee, Also das hier links ist irgendwie die Frau. Und ich glaube, die anderen dahinter sollen irgendwie die Kinder darstellen, aber den geschichtlichen Hintergrund kenne ich jetzt gar nicht. Vielleicht war ja schon mal jemand in Schottland unterwegs, der im Chat ist und hat irgendwie auf die Informationstafel geguckt, an der man unten vorbeiläuft und man das sicherlich hätte rauslesen können. Ja, und jetzt habe ich natürlich stimmt. meine Basic-Bearbeitung, habe mein RAW ein bisschen angepasst und jetzt halt im zweiten Schritt kommt dann die Farbbearbeitung. Also dadurch, dass es ein schöner Sonnenaufgang war, würde ich jetzt das Bild jetzt nicht zu kalt machen wollen, weil es einfach nicht dem Sonnenaufgang gerecht werden würde, sondern ich würde jetzt mit dem Wärmeregler das so ein bisschen ins Wärmere schieben und mit der Tonung nochmal so ein bisschen 1,5 Stunden nach Sunrise gewesen, sondern es ist halt im Moment des Sonnenaufgangs, gehe ich auch schon runter in meine Teiltonung, ein bisschen was da raus, um einfach das Bild dann doch nicht zu pink wirken zu lassen. Sehr schön. Sehr schön. So, und jetzt hier zum Beispiel auch wieder ein Beispiel. Ich habe jetzt gerade hier mit der Luminanz rumgespielt, weil ich dachte, ich würde damit hier die Grüntöne bearbeiten können. Wie man sieht, es gibt anscheinend fast keinen Grünton im Bild. Das scheint alles ein Gelbton zu sein. Deswegen sieht man jetzt, wenn ich die Luminanz mal ein bisschen hin und her schiebe, dass ich
mir über den Weg halt sehr gut aussuchen kann oder erstmal prüfen kann, wenn ich jetzt gleich die Sättigung oder den Farbton verändere, welche Bereiche greife ich denn überhaupt jetzt gleich im Bild an. Und deswegen mache ich meistens so, dass ich, wenn ich gucken will, welche Farben ich jetzt als nächstes bearbeite, dass ich meistens erst den Luminanzregler ein bisschen nach links und nach rechts schiebe, um halt einfach zu gucken, welche Bereiche des Bildes jetzt gleich angesprochen werden. Und das würde ich jetzt noch so ein bisschen ins Grünliche ziehen wollen, einfach, dass es noch ein bisschen sommerlicher aussieht. Ja, es ist halt einfach auch viel probieren, ne? Genau, ja. Also, und da ist es eigentlich eher so, dass man sagt, okay, die, die halt eben damit Erfahrung haben, sind die, die eigentlich mit den Reglern eben einfach schon wissen, was bewirkt was, ne? Also, dass man da einfach sich schon so im Unterbewusstsein so ein kleines Bild aufbauen kann. Ich will es so Also man haben. kennt halt seine eigenen Möglichkeiten einfach, Genau. indem man das Programm für sich selber besser kennenlernt. Und damit hat man natürlich dann es in der Bearbeitung später ein bisschen einfacher, einfach wenn man das Bild schon so angeht, dass man, also ich gehe meine Bilder halt meistens so an, dass ich schon weiß, in welche Richtung ich ungefähr mit dem Edit hingehen will. Ja. Und dann weiß ich halt, welche Regler ich dafür anfassen muss, um halt auch auf dieses Endergebnis zumindest in 99% der Fälle zu kommen. Manchmal funktioniert es halt nicht und dann bearbeitet man das Bild einen Monat später und dann funktioniert es komischerweise irgendwie doch. Was mich mal interessieren würde jetzt, weil also der Old Man ist ja so ein bisschen schief, wenn wir da mit der Upright-Funktion rübergehen würden, ob das Ding irgendwie ein bisschen perspektivisch gerade ziehen würde. Ja, könnte man machen, aber er ist in der Natur aus auch schief. Ja, ich, also Ja. klar, das hätte mich jetzt nur interessiert. Also mich persönlich hätte ich jetzt Ja. gesagt, ich würde das jetzt versuchen, irgendwie gerade machen zu wollen, damit das zu der Frau quasi auch parallel ist. Ja. Also muss jetzt nicht machen, aber. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, um ehrlich zu sein. Die Upright-Funktion, ja, ich muss Ja. gerade tatsächlich selbst gucken. Also im Endeffekt kannst du einfach mal auf Auto klicken hier. Da. Ja. Und dann zieht das einfach ein bisschen gerade, aber. Ja, minimaler Unterschied. Aber kannst dann auch wieder auf ausgehen und dann ist Ja. es genau, ist es wieder weg. Ist dann wahrscheinlich die Detailverliebtheit, die man dann für sich Ja, selber klar. machen will. Und jetzt kann man bei dem Bild kann man es ganz gut zeigen. Hier, wenn ich jetzt mal in die Kamerakalibrierung gehe für jeden, der jetzt irgendwie nur einmal im Jahr an einen Ort gekommen ist, aber er will jetzt zum Beispiel daraus noch ein Herbstbild machen, schiebt einfach mal den Blauregler nach links. Und schon habt ihr, natürlich ist es jetzt in dem Sinne ein bisschen übertrieben und da müsste man jetzt oben noch wieder deutlich dagegen arbeiten, indem man halt hier oben in der Tonung wieder so ein bisschen das Rot rausnimmt. Aber trotzdem hätte man jetzt natürlich direkt schon eher so einen Herbstlook. Sieht auch ein bisschen dramatischer aus, einfach jetzt. Genau, aber dadurch, dass es halt immer ein Sommerfeed sollte, habe ich jetzt hier eher bevorzuge ich jetzt für den Edit eher das Grünlichere. Aber trotzdem habe ich natürlich, wenn ich dann später in einem halben Jahr meinen Herbstfeed aufbaue, könnte ich natürlich wieder zurückgehen und sagen, hey, ich bearbeite das Bild einfach nochmal neu und kann halt durch die Kamerakalibrierung mir einfach einen komplett neuen Farblook drüberlegen, aber muss nicht nochmal nach Schottland fliegen. Die Umwelt ist ja dann auch dankbar dafür, wenn man einfach die Orte zweimal digital, das zweite Mal digital nur besucht. Ja. Philipp hat eben gefragt, zu dem Thema Instagram und Social und Algorithmus. Wie stehst denn du zu diesen ganzen DM-Gruppen? Da gibt es ja auch manchmal so diese Zusammenschlüsse von Direct-Message-Gruppen, dass dann irgendwie Accounts sagen, hey, ja, ich poste jetzt mal rein, wenn ich poste. Ja. Und dann könnt ihr mir Likes und Kommentare und so geben. Ja, war ich selber am Anfang, gefühlt die ersten 2 Wochen meiner Instagram-Karriere auch drin und ging mir so schnell tierisch auf die Nerven, dass ich für mich gesagt habe, also ich weiß auch nicht, ob das wirklich so viel bringt. Inzwischen sagt man ja auch, dass die Bilder sogar schlechter gewertet werden, wenn sie eher als DM-Message in so Gruppen reingeschickt werden. Deswegen gibt es ja auch inzwischen, glaube ich, sogar WhatsApp-Gruppen, wo man dann den Link irgendwie reinpostet. Ich glaube, da kann man sich schon sehr, sehr verrückt Machen, machen. ja. Also generell, wenn man dann irgendwie mal einen Tag nicht irgendwie kommentieren kann, dann habe ich es ja direkt erlebt innerhalb dieser 2 Wochen, dass die Leute sich tierisch darüber aufregen, was ihnen einfallen würde, dann nicht das Bild zu kommentieren, direkt innerhalb der ersten 2 Sekunden. Und es sollen auch bitte 5 Wörter mindestens sein, damit die als Kommentar vom Algorithmus auch gewertet werden. Also ich glaube, das ist sehr, sehr viel, wie nennt man das beim Sport, glaube ich, auch Bro Science oder so. Also einfach nur was, also ich glaube, da kann man sehr viel Naja. sich reinreden, was man dafür für Tipps und Tricks irgendwie anwenden kann. Im Endeffekt hat man es sowieso nicht in der Hand. Ne. Und deswegen spare ich mir die Zeit. Am Ende des Tages sind wir alle Knechte des Algorithmus. Sagt man doch so schön. Ja. Ja, weil egal was man sich da zurechtlegt, mit einem Fingerschnippen könnte halt einfach Thanos Instagram das Ganze wegmachen.
Man darf halt generell, also das habe ich auch gelernt, man darf einfach nicht sich selber zu viele Erwartungen daran setzen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wanderung mache, die geht irgendwie 5 Stunden und ich bin irgendwie nachher auf 800 Höhenmeter und ich musste super viel dafür tun, das Bild zu machen, dann ist es für mich ein persönlicher Erfolg, das Bild zu bekommen. Aber es kann zum Beispiel auf Social Media überhaupt nicht laufen. So, mein bestes Bild zum Beispiel habe ich in Hobbiton aufgenommen. Das müsste eigentlich auch noch hier in der Nähe sein. Ich muss mir auf jeden Fall nachher noch die Lightroom-Aufzeichnung von Diana angucken, wie man Kataloge anlegt, damit ich mal ein bisschen Ordnung hier in mein Chaos bekomme. Ich finde es jetzt Ja, gerade nicht. und ihr natürlich auch, wenn ihr das Ja. zum Thema Lightroom noch ein bisschen Ich gucke einfach mal schnell mitkommen wollt. auf meinem Feed. Das habe ich, glaube ich, letztens erst gepostet. Genau hier, also das Hobbitenhaus hier. Das war natürlich ein super easy Shot. Wir sind einfach in diesen Park gegangen. Es ist im Endeffekt wie so ein Freizeitpark. Quasi dieses Set, wo du auch mit Bussen hingekarrt wirst und tagsüber wirst du ausgespuckt mit deiner Reisegruppe. Wir hatten halt das Glück, dass wir mit dem Tourismus da waren und deswegen hatten wir eine private Führung morgens, weil es der Park noch nicht auf war. Aber das ist natürlich ein Shot, der ist ja super easy. Du gehst einfach dahin, drückst ab und dann machst du noch einen schönen Edit drüber und Fertig. das Bild, wenn du Glück hast, geht komplett durch die Decke. Aber wenn ich jetzt irgendwo hochhike und super viel eigene Energie aufbringe für ein Bild, aber das Bild läuft nicht, dann kann man jetzt darüber halt enttäuscht sein, aber es bringt ja nichts in dem Klar. Sinne. So, ich bin jetzt eigentlich auch schon fertig mit meinem Edit. Also ich habe wirklich nicht viel gemacht. Also man sieht eigentlich nur, also man kann hier sehen, dass die Farben wieder ein bisschen gesättigt sind, dass es halt ein bisschen freundlicher wirkt, ein bisschen lebendiger. Die Tiefen sind ein bisschen aufgehellt, einfach, dass man hier ein paar Informationen zurückholt. Und dann mache ich es meistens so. Bei meinen Panorama-Fotos, dass ich mir, wenn ich jetzt wieder zurückgehe in meine Library, dann kann ich mir mit Rechtsklick eine virtuelle Kopie anlegen. Dann habe ich quasi dasselbe Bild nochmal und kann dann mir meine zweite Version, also man sieht jetzt hier auch in der Kopie sind jetzt die ganzen Regler noch vorhanden und dann croppe ich mir das Bild auch erst zu. Also so habe ich dann quasi das Bild in beiden Versionen Da. und kann dann einfach beide auch exportieren später. Also man sieht halt jetzt hier, dass ich das Bild niemals in Hochkant hätte verwenden können, wenn ich nicht das Panorama gemacht Ja. habe. Einfach weil die Informationen drumherum zu gering gewesen wären. Ich springe aber so ein bisschen rum, weil das versucht, das Maximum am Beschnitt rauszuholen. Und so würde ich dann halt hier wieder so ein bisschen auf meine gestalterischen Regeln achten, dass ich halt gucke, dass der Horizont nicht irgendwie genau in der Mitte liegt, sondern so im oberen Drittel, dass ich jetzt hier zum Beispiel die Old Lady nicht ganz hier rechts habe, nicht ganz hier auf der goldenen Linie habe, weil ich sonst hier zu sehr beschneiden würde, aber trotzdem, dass jetzt der Old Man auch nicht ganz in der Mitte liegt, einfach so ein bisschen diese goldenen Schnittregeln beachte. Und dann habe ich quasi das Bild in beiden Versionen vorhanden. Dann könnte ich natürlich nochmal gucken. Manchmal ist es so, dass wenn ich dann das Bild croppe, dass mir der Edit da nicht zu 100% ge gut gefällt, weil jetzt zum Beispiel hier auch das Licht nicht mehr drin ist. Also könnte ich jetzt gucken, ob ich nochmal mit einem Filter mir hier ein bisschen Licht zurück reinhole. Da bin ich ja dann flexibel, weil durch die virtuelle Kopie habe ich ja trotzdem noch dieselben Regler auf allen Positionen. Da kann dann das Bild einfach noch so ein bisschen anpassen. Habe dann aber trotzdem beide Versionen nachher, die ich dann einfach exportieren kann. Habe dann eins für meine Website und freue mich darüber und habe dann den anderen Shot, den ich dann auf meinen Social Media hochladen kann. Umso besser für dich. Ja. Ja, ist schön. Leon fragt, hast du dein Media Kit eigentlich selbst gestaltet oder hast du da zu einem Template oder sowas in der Richtung gegriffen? Nee, habe ich selber gemacht mit Pages. Ich habe es vorher gemacht. Ich kann das ja mal kurz zeigen, falls die Leute interessiert. Ich habe es früher so gemacht, dass ich mein Social Media Kit mit meinem Portfolio quasi gleichgesetzt habe. Also auf der ersten Seite ist dann mein Media Kit und dann kommen danach quasi dann meine Präferenzen, wie sagt man dazu, Referenzen. Das war, was ich gesucht habe. Inzwischen habe ich es so gemacht, dass wenn man auf meine Website geht, hat man natürlich hier so die Bilder, die man auch so von meinem Social Media kennt. Hier taucht jetzt sogar zum Beispiel recht oben
das Bild vom Wasserfall auf. Inzwischen habe ich auch ein paar Querbilder hinzufügen können, dank der Drohnen-Panorama-Shots. Also das hier sind alles Drohnen-Panorama-Fotos. Ich habe es inzwischen halt so aufgeteilt, dass wenn ich auf meiner Website gehe, dass meine Heels auf zum Media Kit kommen, wo dann nur die, also das sind dann nur die nackten Zahlen, wo man dann halt quasi seine Leistungen anpreist, wo man halt seine Hard Facts quasi reinpostet, wie viele Impressionen man hat oder wo halt seine Community herkommt und dann halt so ein kurzer Text für sich. Weil ich das so empfunden habe, dass es zu lang wird, wenn ich jetzt alles in eine Datei packe. Achso, jetzt habe ich mich schon wieder rausgeloggt. Deswegen habe ich es für mich entschieden, dass es einfacher ist, wenn ich es aufsplitte. Und jetzt habe ich zum Beispiel einfach die einzelnen Projekte, wo ich sage, die sind richtig cool gewesen, die habe ich gerne gemacht, die habe ich dann hier quasi, die stelle ich dann vor, wo man dann sich, wenn man als potenzieller neuer Kunde sich für meine Arbeit interessiert, kann man dann halt auf die Website gehen und sieht dann halt ein paar Beispielfotos. Hier in Aberdeen habe ich zum Beispiel noch zwei Kurzfilme gemacht, die sind dann auch aufgelistet. Dann verlinke ich meistens noch zu meinen Story, zu dem Story-Highlight als Social Media Part. So ist es einfach visueller, ein bisschen schöner aufgearbeitet, als wenn ich jetzt nur das Logo von Visit Aberdeen nehmen würde, klatsche das in meine PDF, nehme zwei Fotos und das war's. Ich frage dann auch meistens noch die Leute, für die ich was gemacht habe, ob sie mir halt ein Feedback schreiben können. Einfach nur, dass man auch so ein bisschen was von der dritten Person hat und so arbeite ich dann meistens die Projekte, die ich gemacht habe, auch einfach nochmal, um das dann auch anderen Firmen quasi zu präsentieren. Also das habe ich dann so ein bisschen aufgeteilt. Früher war es halt alles in einer Datei. Inzwischen sage ich mir, ich lege mehr Wert auf meiner Website, dass die Projekte vorgestellt sind, aber auch mit dem Hintergrund, dass ich es sehr langfristig machen will und dass ich halt nicht nur auf Instagram präsent sein will und auch nicht nur mein Media Kit rumschicken will an eine Firma mit dem Motto, hey, ich habe Instagram und vielleicht wollt ihr ein paar Fotos kaufen, sondern ich will ja auch erreichen, dass man mich bucht, weil denen meine Fotos gefallen, ich wollte 300.000 Follower haben. Klar. Und deswegen wirkt so eine Website halt ein bisschen professioneller, wenn man halt nicht immer nur auf sein Instagram verweist, sondern auch mal nur so seine Projekte vorstellen kann, auf die man selber stolz ist. Ja. Wie sieht das aus mit Behance? Hast du mal überlegt, da auch dein Profil anzulegen? Habe ich mich noch nicht mit befasst, Weil im ne. Endeffekt ist ja Behance auch, kennst du ja vielleicht, ne? Ich habe Diese. den Namen schon gehört und gestern war es ja auch, gestern Abend beim Abendessen haben wir uns ja auch kurz drüber unterhalten. Genau. Deswegen werde ich mich da auf jeden Fall mal umsehen. Im Endeffekt das, was du jetzt gerade beschrieben hast Ja. und nämlich gesagt hast, hey, mein Media Kit ist ja auch so eine Art Projektvorstellung. Genau Genau. das kannst du ja da auch machen, ne? Und dann Ja. sagen, hey, ich bin Fotograf, das ist mein Projekt A, Projekt B, Projekt C. Kannst du ja auch genauso, wie du es gerade da eben auf deiner Website hast, kannst du es da aufsetzen Ja. und hättest damit einfach noch eine zweite Plattform neben deiner Website, die eben genau das aufzeigt, ne? Okay. Ohne dass du jetzt irgendwas dafür bezahlen musst oder Ja. so. Ne, werde Also ich mir nur mal auf so jeden Fall als, mal genau, nur mal so als Idee. ist in meinen Gedanken notiert. Sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Nochmal Leon hat gefragt, gibt es eigentlich einen Ort, wo du noch nicht warst, aber unbedingt hin möchtest? In Südamerika auf jeden Fall. Also vor allem Patagonien, Peru. Also Patagonien ist ja kein Land, ist ja nur eine Region. Also vor allem Chile, Argentinien, Peru reizt mich auf jeden Fall. Ich war auch in China letztes Jahr. Das war eine Pressereise, die war aber eher mehr auf die Städte orientiert. Also da haben wir nicht super viel Landschaft gesehen. Hat mich auch sehr interessiert, weil es einfach eine komplett andere Welt ist für sich. Also Asien generell reizt mich auch sehr. Ich stehe halt immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also deswegen, mich nervt es manchmal selber auch, wenn ich dann schon wieder nach Norwegen fahre oder halt schon wieder nach Island fliege oder so. Ja. Aber man muss es halt immer aus zwei Perspektiven sehen. Gerade wenn ihr halt eine Auftragsarbeit machen wollt und ihr pitcht eine Firma an, dann überlegt ihr euch zweimal, ob ihr da ein Reiseziel vorschlagt, wo ihr nicht zu 100%, also zu 100% kann man es eh nie garantieren, aber sagen wir mal zu 98% garantieren könnt, dass ihr auch gute Fotos mit nach Hause bringt. Natürlich kann man Klar. sagen, hey, du musst doch inzwischen so viel Erfahrung haben, egal wo du hinfliegst, bringst du gute Bilder mit. Aber trotzdem habe ich natürlich den Druck von der Firma im Hinterkopf, die gute Resultate haben will. Deswegen überlege ich mir natürlich zweimal, Klar. ob ich jetzt ein Projekt, wo ich einen Rucksack irgendwie bewerbe, ob ich das jetzt in Asien mache, wo ich es nicht zu 100% einschätzen kann, wie ich da an den Orten das irgendwie platzieren kann. Natürlich nehme ich dann lieber Island oder Norwegen, wo ich weiß, hey, in Norwegen im Sommer kannst du mit dem Rucksack überall wandern gehen. Das ist natürlich auch viel authentischer. Deswegen ist es immer so ein bisschen zweischneidig. Man geht halt an die Orte zurück, die man halt kennt, wenn man weiß, dass man da was Gutes umsetzen kann, dass man die Erwartungen der Klienten erfüllt. Natürlich muss man selber immer ein bisschen gucken, dass man auch mal was Neues sieht, weil man sonst, also sonst verliere ich relativ schnell die Lust,
Deswegen will ich zum Beispiel dieses Jahr auch ein bisschen mehr noch in Deutschland und in den Alpen selber unterwegs sein. Einfach weil ich bis jetzt nur so die Standardsachen gemacht habe, weil ich einfach viel zu viel in den außereuropäischen Ländern oder halt in den norwegischen Ländern oder skandinavischen Ländern eher gesagt unterwegs war. Deswegen ist es immer so ein bisschen zweischneidig. Aber wie gesagt, also so Reiseziele auf jeden Fall Südamerika, Antarktis finde ich auch super spannend, Grönland, aber es ist natürlich auch extrem teuer, dahin zu kommen. Klar. Also deswegen muss man immer ein bisschen gucken, auch was so die Möglichkeiten sind. Man ist auch immer ein bisschen eingeschränkt, man will ja auch Geld damit verdienen, also kann man natürlich nicht sagen, hey, ich habe jetzt Bock dahin zu fliegen, gibt dann 10.000 Euro aus und findet kein Projekt, was man dann irgendwie dann da umsetzen kann, um auf seine Kosten zu kommen. Also guckt man natürlich auch, dass man mit Tourismusverbänden von Regionen zusammenarbeitet, die einen auch bezahlen und sagt dann vielleicht das eine oder andere ab, was man jetzt eher machen wollen würde, weil man natürlich schon auch ein bisschen den wirtschaftlichen Aspekt, Klar. zumindest wenn man das hauptberuflich selbstständig macht, immer im Hinterkopf behalten will, sollte. Ja. Wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend. Können jetzt gerne noch jetzt hier den Papageientaucher nehmen. Yeah, den finde ich auch ganz cool. Ja, das war auch auf den Färöerinseln. Da haben wir auf der Insel geschlafen, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir schönes Wetter haben werden, zumindest einmal am Tag für Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Wir wurden mal wieder eines anderen belehrt, dass man das Wetter nicht planen kann, auch wenn man seine Reisen so gut plant wie nur irgendwie möglich. Es war super stürmisch. Man sieht jetzt auch hier zum Beispiel, dass hier die Federn abstehen, weil es so windig war. Hier kommt sogar noch leichter Regen von der Seite dahergepeitscht. Die Puffins waren auch die größte Zeit eigentlich auf dem Meer selber. Also wir haben fast keine Tiere vor die Kamera bekommen. Deswegen war ich extrem froh, dass ich wenigstens ein, zwei Fotos hinbekommen habe, weil wir fast 24 Stunden auf dieser Insel festgesteckt haben, weil die nämlich nur per Fähre oder Ja, Helikopter zu erreichen ist. Deswegen war es nicht so, dass man sagt, blöd. okay, hier sind jetzt keine Vögel, ich fahre mit dem Auto wieder weg und komme morgen wieder. Das war da leider nicht so gut umzusetzen. Deswegen schauen wir mal, was man hier aus dem Foto noch so rausholen kann. Ich würde jetzt hier erstmal mit einem Crop anfangen. Das mache ich eigentlich nicht so oft, aber ich finde jetzt zum Beispiel hier den Stein auf der rechten Seite schon so störend, dass ich den auch nicht wahrscheinlich sauber rauskriegen werde. Und auch jetzt hier oben den dunklen Felsen, der hier im Meer steht, den finde ich auch komisch. Deswegen würde ich mir das Foto schon so croppen, dass es mir gefällt, um dann einfach gar nicht Teilbereiche zu bearbeiten, die ich später eh nicht interessant finde für mein Foto. Würde mir dann erstmal meinen Crop so legen, dass ich sage, das gefällt mir vom Bildaufbau. Hier finde ich jetzt zum Beispiel den Vogel cool, wie er in der Mitte ist. Ja, das Das passt fände ja ich ganz jetzt gut. komisch, wenn es so aussehen würde, das wäre wie so zu sehr auf goldenen Schnitt ausgelegt. Also manchmal funktioniert es auch, dass das Subjekt wirklich genau im mittleren Kasten drin liegt. Manchmal funktioniert es nicht, manchmal funktioniert es. Kommt ja immer aufs Motiv an, ne? Genau. Du hast ja auch eine schöne Dreiteilung. Genau, also Das hier passt ja auch die ganz dritte gut. Regel habe ich halt trotzdem quasi wie so ein Sandwich. Und jetzt würde ich halt wieder mit meiner Standardprozedur anfangen, dass ich mich erstmal um das Bild an sich kümmere, dass ich es erstmal so bearbeite, dass es mir das Ausgangsmaterial gefällt. Das Objektiv hat auch nur eine 5,6er Blende bei 300 mm, deswegen ist es ein bisschen dunkel geraten, weil ich das im Moment des Fotografierens vergessen hatte, weil ich hatte, glaube ich, die Einstellung für die 4er Blende bei 70 mm und dann zoomt man raus und zack, stellt sich die Blende auf 5,6 und dann ist natürlich das Ausgangsbild ein bisschen dunkler, als man das eigentlich geplant hat, aber die heutigen Kameras haben ja zum Glück so viel Informationen in ihren RAW-Dateien drin, dass man da noch extrem viel in Lightroom rausholen kann. Allerdings. Ja, schon sehr spannend. Also, ich finde auch immer hier diese Art von, wie heißt der eigentlich schon mal, Puffy? Nee, Puffins? Puffins, genau. Ja, Papageientaucher. Ja, die sehen halt immer so traurig aus, finde ich. Findest du? Ja. Weil sie so eine verlaufende Träne am Auge. Ja, aber auch die Augenform ist halt so ein bisschen, Ja. als ob die gleich anfangen zu heulen. Ja, so, hey, gib mir Futter. Da empfinde ich die eigentlich, wenn ich die dann draußen sehe, als sehr lustige, lebendige Tiere, weil die halt dadurch, dass die so klein sind und so tollpatschig gefühlt durch die Luft fliegen, finde ich die eigentlich super lustig anzusehen. So, und ich versuche jetzt hier im zweiten Schritt so ein bisschen das eigentliche Bild hinzubekommen, was ich im Kopf hatte. Also, dass es ein bisschen wärmer aussieht, dass es so aussieht, als hätte es ein bisschen Licht gegeben. Ich muss mir wirklich für morgen mal noch ein paar RAWs raussuchen, wo ich das Licht nicht nachträglich korrigiere, weil die Leute denken nach den 3 Tagen wirklich, dass ich
das sämtliches Licht, was auf meinem Account zu finden ist, in Fake. Lightroom Nein. gemacht wurde. Nein, nein. Aber es sind auf jeden Fall schöne Beispiele, wo man halt einfach zeigen kann, hey, selbst wenn du keinen Lichter hast, Ja. kannst du das nachträglich mit einbauen. Ne? In irgendeiner Form ist das immer möglich. Genau, und ich würde jetzt hier zum Beispiel, ich nehme jetzt hier ein bisschen Sättigung und auch ein bisschen Helligkeit vom Vordergrund weg, weil ich will, dass der Betrachter direkt zum Puffin drüber guckt. Deswegen finde ich jetzt das zu störend, wenn mir das hier im Vordergrund zu hell ist. Deswegen mache ich es ein bisschen dunkler mit einem Verlaufsfilter, einfach um den Vordergrund ein bisschen uninteressanter wirken zu lassen. Trotzdem finde ich ihn wichtig fürs Foto, einfach um so eine gewisse Tiefenschärfe zu haben. Man sieht ja hier, das ist halt im Vordergrund, das auf jeden Fall was im Vordergrund war, dass der Puffin nochmal dahinter sitzt und dahinter ist dann nochmal mit dem Bokeh, das man kann es gar nicht richtig ausmachen, aber man sieht hier, ich glaube, das hier sind Felsen und das dahinter, das Weiße hier ist Brandung. Trotzdem ist es für mich ein interessanteres Bild, wenn ich einfach durch diese Unschärfe so eine gewisse Tiefe quasi erzeuge. Man sieht jetzt hier schon, also ich hab halt wirklich nur hier die Grundeinstellungen angepasst. Ich habe jetzt wieder die Gradationskurve nicht angefasst, aber hier die Regler, an denen habe ich mich bedient und ich habe das Bild ein bisschen wärmer gemacht und schon habe ich eine ganz andere Bildstimmung bekommen. Hier ist es ja sehr kalt gewesen, im linken Bild ist es viel zu blau und hier habe ich ja schon direkt wieder eine ganz andere Wirkung. Ja, definitiv. Es leuchtet auch mehr. Ja, also der Vogel an sich kommt auch ein bisschen besser zur Geltung, finde ich. Das ist noch. Ich gebe ihm noch so ein bisschen mehr Helligkeit. Also er soll natürlich jetzt hier nicht den heiligen Schein bekommen und komplett glühen. Manchmal frage ich mich auch, ob das jetzt wirklich, also ist jetzt wirklich ja nur minimal. Aber irgendwie ist es so für einen selber, wenn man weiß, dass es da ist, dass es trotzdem einem besser gefällt, als wenn man es nicht macht. Auch wenn es Ja. wahrscheinlich kaum noch, also es hat ja kaum einen Unterschied hier. Ja, der Aber trotzdem. Hintergrund ist eher, der ein bisschen heller wird, ne? Ja. Aber trotzdem ist es für einen selber, wenn man weiß, dass man den Bearbeitungsschritt gemacht hat, gefällt es einem dann irgendwie doch besser. Hier ist Auf jetzt zum jeden Fall. Beispiel, dass ich jetzt gar nicht so viel Blau in die Tiefen reinpacken will, weil ich gar nicht will, dass das Bild zu bläulich wird. Ich will, dass es eher nach einem wärmeren Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wie auch immer, aussieht. Die Objektivkorrektur lasse ich jetzt auch mal wieder weg, weil man sieht jetzt hier, dass die Entfernung der Vignette mir eigentlich wieder entgegenwirkt, dass ich den Betrachter auf meinen Puffin ziehen will. Also ich will eigentlich, dass es hier heller ist und außenrum dunkel. Ich kann natürlich jetzt auch die Objektivkorrektur machen und füge dann halt hier nachträglich die Vignette wieder hinzu, dass man dann die Verzerrung halt trotzdem wegbekommen hat. Wobei das Objektiv jetzt bei 300 mm nicht so eine extreme Verzerrung hat, dass man jetzt darauf angewiesen wäre. So, und dann würde ich jetzt. Ich finde, so ist es schon eigentlich ein ganz cooles Bild. Ich würde jetzt trotzdem noch mit einem Verlaufsfilter von rechts so ein bisschen Licht hinzufügen. Wenn es da nicht so auf den Farbton kommt, den man haben will, dann kann man hier unten auch auf die Schaltfläche bei der Farbe drücken und kann sich dann hier eine andere Farbe aussuchen, die man für seinen Verlauf gerne hätte. Und dann kann man natürlich hier unten die Sättigung auch noch anpassen, weil das sonst ein bisschen zu, also das glaubt einem natürlich keiner, dass da das Licht so Warum nicht? mit der Voll, Taschenlampe angestrahlt. das ist voll realistisch. Ja, Dirk, auch eine interessante Frage von Dirk. Was bringt einem eigentlich die Objektivkorrektur? Ist halt. Kommt immer sehr auf das Objektiv an, was man natürlich verwendet. Hier ist jetzt das Bild auf 300 mm gemacht, deswegen habe ich jetzt nicht so viel Verzerrung oder ich habe auch nicht so eine extreme Vignettierung, aber zum Beispiel mein 16 bis 35er, das ist gefühlt in den Ecken schwarz, wenn man damit fotografiert. Und da ist es halt ganz gut, dass man durch die Objektivkorrektur hier unten. Also man kann sich hier auch, man sieht sich hier zum Beispiel, wenn ich das einschalte, dann erkennt er auch direkt, welche Marke meine Kamera war, mit welchem Modell das Objektiv ist. Hier ist natürlich die ellenlange Liste von allen Objektiven, die es da irgendwie gibt. Manchmal findet die Software das nicht direkt, dann muss man das selber manuell gucken, dass man halt auf Kennen drückt oder jetzt zum Beispiel auch DJI für seine Drohnenbilder. Hier ist halt wirklich alles vertreten, was es gibt. Wie gesagt, hier ist jetzt der Effekt halt sehr, sehr gering, einfach weil durch die Brennweite von 300 mm habe ich halt eigentlich schon gar keine große Vignettierung oder Verzerrung.
Nur jetzt gerade beim 16 bis 35er zum Beispiel, wenn es dann halt extrem dunkel in den Ecken ist, dann ist es einfacher, erstmal über die Objektivkorrektur die Informationen da zurückzuholen. Und dann kann man halt immer noch nachträglich entweder eine Vignette wieder hinzufügen oder man sagt, okay, für meinen Teil zum Beispiel will ich auch oft die Vignette im Himmel gar nicht haben, weil der Himmel soll ja weiß werden. Deswegen mache ich es dann oft mit zwei Verlaufsfeldern von links und rechts, dass ich mir für den unteren Bildrand die Vignette quasi dann einfach selber wieder ins Bild zurückhole. Ja. Hat auch so ein bisschen schon die Frage von Tanja beantwortet, ob du mit Vignetten arbeitest. Passt Ja. also ganz gut. Ja, also mit der Vignettenfunktion selber halt sehr, sehr, sehr wenig. Also es kommt kaum vor, dass ich sage, ich füge mir jetzt eine Vignette hinzu. Ich mache es auch nicht oft, dass ich mir hier so einen Filter hinlege, dann irgendwie hier die Maske umkehre und dann sage, ich füge mir jetzt halt dann die Vignette so selber hinzu. Ich mache es sehr, sehr oft mit dem Verlaufsfilter tatsächlich. Also da in dem Fall habe ich es ja eben schon mit dem hier korrigiert, aber ich würde dann jetzt in einem anderen Bild, will ich es wahrscheinlich dann einfach dann mit zwei Verlaufsfiltern so von der Seite hinzufügen. Das macht so viel aus, ne? Macht echt super viel Man aus. sieht halt direkt, dass der Vogel viel freigestellter ist im Bild. Also der Blick, also man kann ja nirgendwo hingucken, außer auf den Vogel, wenn man sich das Foto anguckt. Und das ist halt auch mein übergeordnetes Ziel, dass wenn ich halt das Bild bearbeite, dass ich nachher ein Foto hochlade, wo dem Betrachter klar ist, was eigentlich mein Anliegen war, in dem Foto darzustellen. Hier ist es halt sehr, natürlich auch durch die RAW-Aufnahme sind die Farben ja auch extrem flach, aber es war auch einfach zu dunkel. Aber trotzdem kann man halt hier durch eine sehr einfache Bearbeitung aus einem Foto schon sehr, sehr viel rausholen. Klar. Wirkt ja auch sehr, sehr schön. Paul ist eben dazugekommen. Schön, dass du da bist, Paul. Welcome, welcome, welcome. Hat nochmal gefragt, er fand die Bilder schön mit den Wasserfällen. Wo war das nochmal? Der Große. Ich glaube ja. Ja, das ist in Island, das ist der Genau. Skógafoss. Der Skorafoss. Ja, den kennt man normalerweise nur halt als Frontalfoto. Das sind, glaube ich, irgendwie 60 Meter Höhe und ich schätze mal 20, 30 Meter Breite, die da in die Tiefe krachen. In dem Fall habe ich ihn halt abgeschnitten, weil es mir halt um die Person und den Regenbogen ging. Leon hat gefragt, bei ihm in Lightroom kann er beim Verlaufsfilter bloß einen Wert einstellen. Wo stellt er das um? Was meinst du denn damit, Leon? Also meistens kannst du eigentlich, wenn du halt deinen Verlaufsfilter reinfügst, dann hast du ja eigentlich hier oben das komplette Fenster zur Verfügung, wenn du deinen Verlaufsfilter, du hast jetzt keinen Verlaufsfilter, wo du die Kamerakalibrierung irgendwie hast, zur Verfügung hast, sondern du hast natürlich nur hier oben das Fenster, was ausgewählt ist, aber trotzdem kannst du hier natürlich schon alle Regler irgendwie bewegen. Also bei mir funktioniert es schon, dass ich da jetzt mehrere Sachen gleichzeitig machen kann und nicht nur irgendwie einen Wert. Deswegen, das Problem habe ich jetzt zum Glück noch nicht Tja, muss man ein gehabt. bisschen, genau, muss man ein bisschen ausformulieren, mein lieber Leon, was du damit meinst. Genau, aber Dirk schreibt auch, echt super schöne Aufnahme, die Linien im Bild sind echt toll und sagt Leon Vielen lieben auch, Dank. ne? Paul sagt auch, cool gemacht. Ecki muss leider schon gehen, schade Ecki, aber bis zum nächsten Mal, ich hoffe, wir sehen uns morgen. Und ihr Tschüss. wisst ja, morgen haben wir auch noch einen Tag, einen vollen Tag mit Adobe Live. Ne? Also hier, Marcel ist noch etwa die nächsten, ja, gut 25 Minuten da. Und danach geht es ja auch schon weiter mit der Jana zum Thema Lightroom und Lightroom CC. Live-Tutorial und da könnt ihr euch auch nochmal auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks abholen und vor allen Dingen eure Fragen stellen, die ihr, wenn ihr dazu direkt welche habt, das ist ja auch einfach ganz schön zu sagen, hey, ich kann direkt fragen, was mich bewegt und was ich schon immer wissen wollte zu diesem Thema. Das ist halt echt so das Problem, wenn man am Anfang, hat ja wahrscheinlich jeder angefangen, sich die Tutorials auf YouTube anzugucken, bist du halt dann, wenn du halt wirklich so diese eine spezifische Frage hast, bis dann mal einer auf den Kommentar antwortet oder derjenige wahrscheinlich irgendwie so viele Benachrichtigungen bekommt, dass er sie gar nicht abarbeiten kann oder es geht unter, dann stehst du halt natürlich trotzdem da und hast deine Frage nicht geklärt. Deswegen ist es mit den Lightroom-Tutorials oder generell mit den Tutorials, die ihr jetzt jeden Monat macht, echt gut, dass man da live seine Fragen stellen kann, wenn man mal nicht weiterkommt. Die Hülle und Fülle an Funktionen ist ja doch schon, wird ja immer größer quasi. Eddie fragt euch, stört euch der Tropfen echt nicht? Der Tropfen, Rechts. hier das, der Regen,
finde das Weiß ich eigentlich gar ganz, nicht. finde das eigentlich ganz cool, dass man den Regen sogar sehen kann, dass man einfach sieht, dass es im Bild, also dass es eigentlich schlechtes Wetter war. Also es gibt natürlich auch den Fall im Sommer, dass es regnet und die Sonne scheint. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich müsste jetzt die Regentropfen wegmachen, dass man mir glaubt, dass das Bild schöneres Licht enthalten hat. Das finde ich, also ich finde, hier trägt es eigentlich zu der Gesamtstimmung bei, dass es halt eben so ein bisschen schrofferes Wetter war. Natürlich kann man jetzt hier mit der Bereisreparatur theoretisch einfach sich den hier mal unten, den zum Zum Bereich Beispiel nehmen. nehmen, markiert den und nimmt dann einfach den Bereich, der daneben ist, und zack, hat man da seinen Regentropfen weggemacht. Ich finde, nur hier bringen die eigentlich nochmal eine ganz coole Dynamik mit ins Bild rein. Denn es war natürlich ja so realitätsnah wie möglich sein, und das Wetter war echt beschissen da. War wahrscheinlich auch super kalt, ne? Ja, also es war auch, wir hatten irgendwie 1,5 Wochen, bevor wir hingeflogen sind, lag noch Schnee überall. Und die Temperaturen nochmal so in den Keller gegangen sind, wo ich auch schon dachte, oh bitte nicht. Ich fliege da jetzt ja nicht Ende Mai hin, um irgendwie da Winterfeed für nächstes Jahr vorzuproduzieren. Und zum Glück ist es dann aber in der einen Woche, wo wir, also in der Woche davor, war es dann so warm und so sonnig, dass alles geschmolzen ist. Und genau in der Woche, wo wir da waren, haben wir die Sonne, glaube ich, einmal gesehen, weil das Wetter so schlecht war und die Wolken hingen so tief, dass man da leider kaum die Berge fotografieren konnte. Aber so ist es halt leider, wenn man sich da längerfristig, vor allem bei einer Flugreise, natürlich darauf festlegen muss, wann man fliegt, ist man natürlich nicht flexibel, wenn man. Deswegen weiß ich zum Beispiel auch sehr zu schätzen, dass ich jetzt inzwischen mehr auch, also dass ich durch ein eigenes Auto auch mobil bin und auch in Deutschland selber unterwegs sein kann, weil natürlich kann ich dann eher mal in den Wetterbericht gucken und es einfacher abschätzen, ob sich jetzt die Klar. Fahrt da und dahin lohnt, als dass ich jetzt eine Kanada-Reise zum Beispiel, die Kanada-Reise jetzt nächsten Monat, die habe ich schon vor einem halben Jahr buchen müssen, weil die Campingplätze da so gefragt sind, dass man da gar nicht irgendwie spontan hinfliegen könnte, weil die Nationalparks natürlich inzwischen Krass. so bekannt und überlaufen sind. Da muss man dann einfach hoffen, dass das Wetter einigermaßen auf seiner Seite ist. Und sonst hat man ja noch Lightroom als Backup. Das ist eigentlich auch so ein Problem, wo ich mich frage, wie machst du das eigentlich? Weil gerade diese Plätze, die man halt gerne fotografiert, die sind ja meistens überlaufen von Ja, Touristen und von ja. Leuten. Ne? Und ist auch irgendwie voll schwierig, oder? Also dann zu sagen, wie kriegst du da einen Shot hin, wo nicht so viele Leute drin sind? Wie Ja, machst du das? also es gibt natürlich immer man kann natürlich immer sagen, er steht zum Sonnenaufgang auf und dann ist es leerer. Inzwischen ist auch ganz ehrlich, der normale Tourist hat inzwischen das Bewusstsein entwickelt, dass er morgens bessere Fotos hinkriegt. Also es ist nicht mehr so, dass man morgens nur noch Stativfotografen und noch ein paar Instagram-Fotografen findet, sondern es sind auch wirklich inzwischen schon morgens Familien unterwegs, die sagen, wir sind jetzt einmal da, wir wollen das jetzt mit schönem Licht sehen. Also da hat sich das Bewusstsein auf jeden Fall geändert. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Motiv an. Jetzt zum Beispiel Moraine Lake in Kanada kennen sicherlich ein paar Leute. Da ist es inzwischen wirklich so extrem, dass du 1,5 Stunden vor Sonnenaufgang hochfahren musst, weil sie sonst den Parkplatz dicht machen müssen, weil er schon komplett voll ist. Da ist es aber dann im Endeffekt egal. Man blendet das dann aus, dass hinter einem irgendwie 150 Leute stehen, verteilt auf diesem riesen Steinhaufen, weil du natürlich das Motiv mit dem See und den Bergen hast, wo ja keiner durchs Bild laufen kann. Also man kann das natürlich umgehen, indem man dann Motive fotografiert, wo einem keiner durchs Bild laufen kann. Klar, wenn ich jetzt in Island beim Black Sand Beach einen Drohnenshot mache, habe ich da erstmal, oh, Entschuldigung, Ist gut. 100 bunte Jacken in meinem Foto. Die muss ich halt da rausstempeln. Also das Klar. muss man halt leider in Kauf nehmen, dass man nicht der Einzige ist, der am Reisen interessiert ist und am Fotografieren, sondern dass es halt noch ein paar andere Leute gibt. Macht's aber auch schwieriger, ne? Das macht's, also ich glaube, vor 20 Jahren oder so war es vielleicht ein bisschen Ja, einfacher. das glaube ich auch, ja. Jetzt gerade mit der Zeit von Instagram ist es auch, glaube ich, so, dass einfach gerade diese Geheimspots auch natürlich immer mehr überlaufen werden, dadurch, dass einfach viele Leute das sehen und auch Ja. mit fotografieren wollen, ne? Ja, also inzwischen ist es auch bei mir so, dass ich halt für mich selber sage, wenn ich jetzt an einem Ort bin, den noch nicht so viele Leute kennen, Ja. den ich vielleicht auch irgendwie im Satellitenbild selber gefunden habe, oder jemand, Ganz klar, der dort wohnt, sagt, hey, im Vertrauen, das ist ein cooler Ort, guck dir den mal an, aber bitte markiere den Ort nicht, weil man einfach keinen Bock hat, dass die Menschenmassen alles platt trampeln. klar. Dann markiere ich zum Beispiel auch manchmal nicht den genauen Ort, sondern sage halt irgendwie nur Norway. Ja. Oder sag halt irgendwie nur, ja, das ist jetzt da und da irgendwo in der Region, aber ich sag jetzt nicht, das ist jetzt genau der und der Bergsee oder so. Ich bin zwar der Meinung, dass es auch funktionieren würde, wenn man den Ort
wenn man den Ort angibt, ich find halt schade, dass halt vor allem so viel Müll hinterlassen wird. Also das ist halt Ja, das, das natürlich, stimmt schon. man kann nicht verhindern, dass da das eine oder andere mal platt getrampelt wird, weil die Menschenmassen müssen sich irgendwo bewegen. Aber es sind einfach Sachen, die man vermeiden könnte, wie halt einfach Müll auf Wanderwegen. Das Ganz klar. hat halt einfach, es gibt halt einfach keinen einzigen Grund, der irgendwie einen dazu berechtigt, da seinen Müll liegen zu lassen. Das finde ich halt leider ein bisschen schade, dass wenn man da schon irgendwie Inspiration im Internet sucht und man kommt dann selber an so einen Ort nach 2 Jahren zurück und sieht dann, wie es sich verändert Ja. hat, weil einfach die Leute nicht gut mit dem Ort umgehen. Und dann überlegt man natürlich selber auch, ob man dann noch weiterhin alle Orte wirklich markiert. Klar, wenn ich jetzt irgendwie in Skogafoss mal fotografiere, jeder Mensch kennt Skogafoss oder jeder Mensch kennt Moraine Lake, Ganz dann kann ich auch den klar, Ort einfach hinzufügen, weil das kennt sowieso schon gefühlt jeder. Aber wie gesagt, also bei so Sachen, die man dann selber auch irgendwie gefunden hat, vielleicht, wo man dann selber auch so sagt, so, ja, da habe ich jetzt auch ein bisschen Energie reingesteckt, um das irgendwie durch Internetrecherche zu finden, will man es dann auch manchmal den Leuten auch so als kleine Challenge nicht so einfach machen, dass man einfach sagt, hey, da ist die Stecknadel mit GPS, ja. genau da ist die Perspektive, geh hin und mach dasselbe Foto. Wer Google ein bisschen mächtig ist, der findet die meisten Sachen sowieso. Wenn man da 3, 4 Wörter Eben. eingibt, die das Bild beschreiben, kommt man meistens sowieso irgendwie auf einen Blogpost bei Pinterest. Es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, die Orte zu finden. Die ganzen Tourismusverbände bauen ihre Instagram-Kanäle auf, posten inzwischen selber die Bilder, markieren natürlich einen Ort, weil sie ihre Region Klar. promoten wollen. Also, Es macht es halt schwierig, ne? Es macht es ja. schwierig, aber ich glaube, wenn jeder Mensch da auch so ein bisschen auf die Umwelt achten würde, wäre das schon viel einfacher. Ist aber auch immer genau das große Problem, ne? Die Leute denken, wir sind Touristen, interessiert Ja, eh keinen, wir sind eh bald wieder weg. genau. Soll So doch aus dem jemand Auge, aus dem Sinn quasi. genau, soll doch jemand anders unseren Dreck wegmachen. Ja. Ist aber halt einfach nicht toll. Ne, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Tanja sagt, danke Marcel. Teils mache ich Plogging im Wald, also Müll sammeln und joggen. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch sehr löblich. Ja. Und Dirk sagt mir, ist das in Bezug auf dein Bild, ne, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass das Bild, dass das Foto vorher so blau gewesen ist, ne? Das ist auch Ja. oft so, wenn man keinen Vergleich hat. Ja, ich gucke mir halt gerne mal so mein Vorher-Nachher an, weil gerade ich habe jetzt hier nochmal runtergescrollt und habe jetzt gesehen, dass ich halt in dem Bild gar keine Farben verändert habe. Also hier die ganzen Regler sind alle noch auf 0. Ich habe einen Wert von 4 für die Teiltonung hier, das ist im Endeffekt fast gar nichts, sondern das ist eher so unterbewusstes Empfinden, dass man für sich selber weiß, man hat da so seinen Lieblingsblauton irgendwie untergebracht. Die einzige Farbveränderung ist halt wirklich durch den Verlaufsfilter hier oben und durch die Farbtemperatur wieder entstanden, was halt wieder ein Beispiel dafür ist, wie viel man aus einem Foto rausholen kann, ohne dass man das Bild oder dass man die Farben komplett verändern muss. Das stimmt auf jeden Fall. Schön aber. Mir gefällt's. Das freut mich, mir Der auch. traurige Vogel Ich hier. finde den gar nicht so traurig. Ich finde, der sieht traurig aus. Was sagt Rufus? Die sind alle so aus. Die sehen alle so aus. Peter fragt, ganz andere Frage, welche Plattformen eignen sich am besten, wenn man Fotos zum Verkauf anbieten möchte? Bearbeitete und unbearbeitete. Ja. Also ich habe selber mal auch Shutterstock und sowas ausprobiert, aber recht schnell gemerkt, dass es, also mir bietet halt mit durch die Verknüpfung mit Lightroom, habe ich einfach bei Adobe Stock den größten Vorteil, dass ich das Bild, was ich jetzt hier bearbeite, Direkt reinhauen über kann. meine Lightroom-Bibliothek halt direkt hochladen kann. Das spart mir halt so viel Zeit, dass es für mich gar keinen Sinn macht, das irgendwie dann noch woanders zu machen. Und ich finde jetzt selber zum Beispiel auch, also wenn ich mich jetzt für einen Anbieter entscheide, wie jetzt halt zum Beispiel Adobe Stock, dann will ich dem auch so ein bisschen treu bleiben und auch gar nicht so die Kontrolle über meine Bilder verlieren, dass dann meine Bilder irgendwie gefühlt auf sämtlichen Plattformen zu finden sind, sondern es soll ja schon irgendwie so ein bisschen die Exklusivität gewahrt bleiben. Man will jetzt auch seine Bilder nicht so komplett um sich herum werfen, weil man natürlich viel dafür macht, dass man die Bilder überhaupt bekommt. Deswegen kann ich da auch eigentlich nur Adobe Stock weiterempfehlen, weil es auch das Einzige ist, was ich selber nicht aktiv benutze, sondern eher so, ich habe mal einen Motivationsschub und ich habe keine Lust zu lernen, deswegen lade ich mal 20 Bilder hoch, weil ich gerade mir Schöneres vorstellen könnte. Deswegen nutze ich das immer so ein bisschen mal, dass ich da halt, wenn ich mal wieder ein paar gute Shots habe, dass ich da mein Portfolio so ein bisschen erweitere. Aber wie gesagt, also da fokussiere ich mich immer lieber nur auf eine
auf eine Sache. Ich finde es ja auch ganz interessant, muss man auch dazu sagen. Ne? Und da macht es auch gar keinen Unterschied, ob die Bilder bearbeitet oder unbearbeitet sind. Wichtig ist zum Beispiel Adobe Stock nur, dass die Bilder bestimmten Richtlinien einfach folgen. Ne? Dass die halt einfach von der Qualität hochauflösend sind. Dass es nicht Artefakte, also dass da keine Artefakte drin vorhanden sind. Das kann zum Beispiel gerade beim Bearbeiten passieren, ne? Dass dann einfach die Bilder so stark bearbeitet sind, dass sie einfach nicht mehr angenommen werden können, weil einfach du den Kunden oder den Leuten, die die Bilder kaufen wollen, ja auch einfach ein möglichst qualitativ hochwertiges Bild geben willst. Und es gibt ja auch, das muss man dazu sagen, es gibt auch einen Unterschied zwischen, mache ich Bilder für Stock-Images oder mache ich Bilder für andere Channel und biete es zusätzlich auf Stock an. Weil wenn du Stockbilder kreieren willst, dann gibt es eigentlich da ganz andere Bearbeitungsschritte. Normalerweise sagt man ja, man säubert das Bild eigentlich nur und schafft eine neutrale Atmosphäre, dass die Personen, die das Bild kaufen wollen, selber das Ganze bearbeiten können. Ne? Ja, das ist Darum. halt bei mir zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Genau. Also ich komme ja von einem Trip wieder und habe vielleicht, wenn ich Glück habe, 10, 15 Fotos, wo Genau. ich sage, das sind jetzt meine Shots, die ich richtig cool finde. Dementsprechend habe ich ja gar nicht die Menge, Tausende von Fotos irgendwie da hochzuladen, sondern es sind dann wirklich nur die paar guten Fotos, die ich halt auch selber auf meinem Social Media hochlade. Also deswegen, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, sage ich jetzt nicht, hey, lass doch noch eine halbe Stunde länger bleiben und ich shoote jetzt noch ein paar Nee, Perspektiven für klar. Stock zum Beispiel, so, Genau. sondern ich mache es halt für mein Instagram, für mein Social Media, für meine Website und benutze dann quasi die Bilder, die ich ja eh produziere, verwerte ich quasi weiter und habe dann dadurch noch ein passives, sekundäres Einkommen mit dem Foto. Natürlich nur, wenn es jetzt nicht in Auftragsarbeit für irgendeine Firma gemacht wurde, die Und dann dann die Rechte exklusiv dann sein hat. soll. Genau. Genau, ja. Genau. Aber das ist ja, ich sag mal, der Unterschied, weil du machst ja Artworks quasi, die du hochlädst und sagst, hey, Ja. die Bilder sind schon von mir aus bearbeitet. Ja. Nicht mit der Intention, dass andere sie bearbeiten, sondern dass sie sie einfach so benutzen können. Ne? Sie Genau. kaufen sich die Rechte quasi ein. Ja. Während andere, die eben sagen, ich mache Bilder, damit andere sie bearbeiten können. Das ist halt nochmal ein Unterschied. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich erzähle das auch die Story auch mal ganz gern. Ich habe da einen Kumpel in Antalya, der lebt auch da und verdient halt sein Geld damit, dass er halt einfach nichts anderes macht, als schöne Mädels am Strand zu fotografieren. Ne? Also wirklich, jeden Tag hat er halt irgendein Model da stehen Gibt und Schlimmeres, oder? Sein eben. Geld damit zu verdienen. Macht er seine Fotos und dann geht er halt in Photoshop und säubert halt das Bild im Sinne von, ne, alles, was halt irgendwie Unreinheiten angeht. Der macht halt ein bisschen Retouch, aber kaum Farbbearbeitung im Sinne von, dass er jetzt da einen großen Unterschied, ich sag mal, da drauf klatscht als Filter, sondern im Sinne von eher, dass das halt wirklich möglichst neutral und natürlich aussieht. Und dadurch hast du natürlich auch einen viel größeren Verwendungszweck am Genau. Ende. Genau, dafür sind ja solche Bilder da. Ne? Ja. Also er sucht halt irgendwelche Posen aus. Und da hängt ja auch ganz viel hinten dran, muss man auch sagen. Ne? Weil diese Leute, die halt eben für solche Stock-Images arbeiten, die gehen auch regelmäßig eben in Analytics rein und suchen halt nach Begriffen, die gerade trendy sind. Ne? Ja. Was weiß ich, wenn jetzt irgendwie jetzt Sommersaison kommt, dann ist dann vielleicht irgendwie mehr Bikini gerade im Trend an Suchbegriffen als irgendwie Wintermantel im Winter. Ne? Also. Sagst du? Ah, würde ich mal behaupten, du. Sei denn, du lebst vielleicht irgendwie in Brasilien oder so, wo es halt eh egal ist, ob Sommer oder Winter. Na, aber das sind halt so Sachen, die gehören da alle dazu und die machen halt auch viel aus, was deine Verkaufszahlen angeht. Ne? Wenn du einfach Bilder hochlädst, für Artwork ist das eine Sache, ne? Ja. Weil das ist ja ein ganz anderes Ziel. Ja. Da sagst du, hey, ich verkaufe Bilder, weil sie schon fertig sind und biete sie einfach zum Kauf an. Ja. Wenn du aber Stockbilder machst und einfach nur so wild drauf los, dann musst du halt einfach Glück haben, sage ich mal, auch so ein bisschen, dass deine Bilder halt immer genau den Punkt treffen, der gerade gesucht ist. Ja, aber da muss man auch, glaube ich, einfach für sich ein bisschen so seine Sparte finden. Also zum Beispiel mache ich auch deswegen jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie fünf, ich benutze jetzt nicht irgendwie fünf Social Media Plattformen, sondern ich fokussiere mich halt lieber auf Instagram und ich bin mir darüber bewusst, dass wenn ich mehr Zeit da rein investieren würde, halt wie du es schon erklärt hast, da irgendwie mehr Research machen würde mit den Hashtags und Co., würde man ja sicherlich auch mehr draus machen, aber es ist natürlich immer eine Sache von Zeit. Also wenn man eh schon extrem eingebunden ist in seine Projekte, und dann irgendwie auch zu Hause ankommt und man muss dann irgendwie noch 30 Sekunden Film bearbeiten, noch seine ganzen anderen Sachen, seine ganzen Fotos bearbeiten, hat man wieder andere Sachen zu tun. Irgendwann muss man halt auch einfach für sich selber dann die Entscheidung treffen, worauf lege ich jetzt meinen Fokus und dann spezialisiert man sich meiner Meinung nach lieber ein bisschen mehr auf den einen Bereich, versucht sich da zu verbessern, Genau. versucht irgendwie sein Marketingwissen aufzufrischen, zu verbessern, dass man halt bessere Kampagnen irgendwie umsetzen kann, dass man generell die Qualität also dass man selber an seiner Qualität arbeitet, dass man bessere Endergebnisse liefern kann.
und fokussiert sich lieber nur auf einen kleineren Teil, aber dafür ist man gut, als dass man sagt, ich muss irgendwie alles machen, aber habe irgendwie so ein bisschen den Fokus auf einer Sache verloren. Und ich will ja auch, dass mein Name halt in dem Sinne so ein bisschen für was steht. Und wenn man halt, also bei mir ist es halt eher so der cleane Bildlook, nordische Länder, bisschen so dieses Abenteuerliche in den Fotos, also dass es halt nicht so das klassische Schönwetterfoto ist, sondern dann ist es auch mal so, dass es halt regnet im Bild oder Genau. generell, dass es halt ein dramatischer Ort ist, wie jetzt eben mit dem Stein und dem Wasserfall, dass da halt eine Person vor so einem 60 Meter hohen Wasserfall steht. Das ist natürlich eine andere Bildsprache. Ich habe halt für mich selber entschieden, dass es das ist, was ich gerne mache. Und damit bin ich auch zufriedener, wenn ich da auch dann meine Endresultate rausziehen kann. Kann jetzt noch zwei Fragen zu Stock, die würde ich jetzt noch schnell beantworten. Ja. Genau, Marin hatte gefragt, hat der Tim auch schon was dazu geschrieben, wie lange dauert es eigentlich, bis Bilder fürs Adobe Stock freigegeben werden? Das ist halt der große Unterschied zu vielen anderen Plattformen, dass wir halt wirklich ein Curating-Team haben, ein Curating-Team, das sich diese Bilder wirklich anguckt und da sicher geht, dass die Bilder, die halt eben auch angeboten werden und freigegeben werden, halt wirklich von der qualitativ hochwertig sind. Ne? Also Ja. da wird halt wirklich drauf geachtet, hey, sind da irgendwelche Personenrechte verletzt? Sind diese Bilder vielleicht zu pixelig? Also, das ist einfach nochmal so eine letzte Qualitätsinstanz und das kann bis zu einer Woche dauern. Im Normalfall sind es eher so 3 bis 4 Tage. Je nachdem, wie viele Bilder ihr auf einmal hochladet. Ne? Wenn es jetzt 2000 Bilder sind, könnt ihr nicht erwarten, dass sie innerhalb von einem Tag alle durchgesehen und gecheckt sind. Das dauert halt einfach ein bisschen, weil die Leute das manuell sich angucken. Ne? Ja. Genau, das ist das eine. Und ihr kriegt ja auch immer Feedback, warum dieses Bild abgelehnt wurde. Ne? Also so ist es jetzt nicht, dass ihr einfach sagt, nee, ja, nee, nee, sondern ihr kriegt immer zu jedem Bild, weil es abgelehnt wurde, kriegt ihr Feedback, warum, was könnt ihr verbessern, damit dieses Bild angenommen wird. Weil es ja nicht so sein soll, dass ihr die Bilder nicht hochladen könnt, sondern es sollen ja auch direkt Tipps mitgegeben werden. Und das Zweite ist, vielleicht auch interessant für dich, zum Thema Adobe Stock, beziehungsweise, nee, bei dir ist ja nochmal ein anderer Case, genau. Wer macht eigentlich die Preise bei Adobe Stock und weil es auch öfter kommt, ne? Wer entscheidet, was Fine Art ist und mehr kostet, etc. Also Adobe Stock, das, ich sag mal, es ist so, dass man ja verschiedene Möglichkeiten hat, praktisch über Adobe Stock Bilder zu kaufen. Ne? Man hat entweder ein Abo, das man kriegt pro Monat so und so viele freie Stock-Lizenzen zur Verfügung. Ne? Du bezahlst einen Fixpreis, du kannst halt dann 500 Bilder zum Beispiel jeden Monat runterladen, was ja viele Agenturen machen zum Beispiel. Oder du sagst, du kaufst dir Credits, ne? Wie das zum Beispiel irgendwie bei Apps ja auch so der Fall ist oder sowas. Also In-Game-Währung, ne? In-Store-Währung. Du wandelst dein Geld um in Chips, kann man sagen, wie im Casino. Und kannst dann quasi diese Chips oder Credits einsetzen, um dir halt was zu holen. Ne? Und je nachdem, welches Modell, welches Preismodell du hast, ne? Davon wird dann prozentual quasi dir dein Verdienst abgedrückt. Ne? Wenn jetzt jemand ein Bild einzeln kauft, der hat keine andere, der hat jetzt keine Vergünstigung, jetzt irgendwie kein Abo-Modell oder sonst was, wo er sagt, er kann Sachen en masse kaufen, dann kriegst du normalerweise mehr, als wenn jemand sagt, ich habe jetzt hier eine Agentur, die also die irgendwie im Monat 5000 Gratisbilder bekommt und dafür fix bezahlt, dann bekommt man halt weniger. Das, die Range ist halt unterschiedlich, je nachdem, wer der Käufer ist, ne? Über welches Modell er sozusagen die Bilder bezieht. Außer bei Premium-Bildern, weil diese Bilder sind halt eben da nicht enthalten in diesem Modell. Und das ist auch wieder curated, ne? Also wir haben da tatsächlich ein Team, das durch die Bilder durchgeht, die immer wieder hochgeladen werden und dann sich die ansieht und wenn die zum Beispiel merken, ah, okay, das ist ein super cooles Bild, ne? Beispiel jetzt hier, dass sie bei Marcel dieses Bild hier entdecken, ne? Unter den neuen Bildern und dann sehen, oh, das ist ganz cool und dann vielleicht noch ein zweites Bild entdecken von Marcel, das auch ganz cool ist oder man eben auf seine Seite gehen und sagen, oh, der hat ja echt nur so coole Bilder, dann, genau, dann kontaktieren wir diese Person tatsächlich auch und sagen, hey, das, was du da machst, gefällt uns gut, ne? Wir würden dich gerne eben in diese Reihen aufnehmen, weil wir finden, dass diese Bilder halt eben zu diesem Ensemble gehören, ne? Und je nachdem wird das dann einfach eins hochgestuft. Ne? Also hängt auch ein bisschen, je nachdem, ich sag mal, manchmal ist es ja auch so, dass man einfach persönlich Leute reinzieht in Stock und sagt, okay, ne, wir wissen, dass du gute Bilder machst, wir würden dich dann reinziehen. Das ist dann die eine Möglichkeit. Die andere ist dann auch eben zu sagen, du hast einfach so tolle Bilder sowieso schon da und wirst quasi auf Adobe Live entdeckt, auf Adobe Live sage ich schon, auf Adobe Stock entdeckt und wirst dann von dort aus hochgestuft quasi. Ne? Ja. Also Ich hatte da auch schon so ein paar Ablehnungen, weil man dann halt so dieses klassische,
ich bearbeite halt mein Bild nur für Instagram und ich gucke halt, dass die Farben schön aussehen. Und ich gucke jetzt zum Genau. Beispiel nicht, ich zoome jetzt nicht oben rein und gucke mir jetzt hier mein Bild an, ob jetzt hier ein Sensorfleck zum Beispiel ist. Da muss man dann, da habe ich auch schon die ein oder andere zweite Runde dann quasi mit einem Bild gemacht, die dann auch beim zweiten Mal natürlich dann geklappt hat, wenn man dann halt das Bewusstsein in dem Moment, wo man es eigentlich das erste Mal eingereicht hat, nicht hatte, dass halt der Anspruch nochmal ein bisschen anders ist, dass das Bild halt sauber sein muss. Weil ich habe jetzt den Anspruch nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie einen gefühlten halb unsichtbaren Sensorfleck habe, dass ich den jetzt unbedingt finden muss, weil auf Instagram wird man es halt nicht finden. Klar, wenn ich jetzt natürlich einen Klient habe, der das Foto lizenziert, dann zoome ich da auch rein und gucke, dass das Bild sauber ist. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, die Bilder eher für mein Instagram mache, dann kontrolliere ich da jetzt nicht jedes Bild, ob das jetzt extrem sauber ist. Und dann passiert es Genau. natürlich auch, wenn ich jetzt das Bild bei Adobe einreiche, dass dann das eine oder andere Bild nochmal kurz zurückkommen mit der Bitte, nochmal kurz sich um den zwei, drei Sensorflecken zu kümmern. Dann geht man halt nochmal schnell in sein Lightroom zurück, holt die da, macht die da weg mit der Bereichsreparatur und dann lädt man es halt nochmal hoch und dann ist es oben. Genau. Easy. Genau. Also es ist nicht so, dass die Leute, die jetzt irgendwie im Premium-Bereich sind, dann nicht auch noch mal irgendwie gefragt werden, hey, ne, hier und da. Könnt ihr da noch was machen, weil das ist. Oder man reicht halt irgendwie ein Bild ein, das einem dann das, was man dann schon relativ ähnlich vielleicht von einer anderen Jahreszeit, aber trotzdem irgendwie in seinem Portfolio hat, weil man natürlich immer gucken will, dass das Portfolio recht breit aufgestellt ist. Aber trotzdem, dadurch, dass ich ja auch an so vielen verschiedenen Orten der Welt bin, ist es jetzt das Problem zumindest nicht so häufig Nö, gegeben. ist es auch nicht. Auf keinen Fall. Sehr schön. Magst du uns noch was zeigen? Oder hast du vielleicht noch irgendwie ein, zwei Bilder, wo du sagst, die würdest du vielleicht können wir so eine kleine Sporschau machen, was man morgen vielleicht noch zeigen kann. Ich meine, wir haben jetzt noch so 3 Minuten zum Bearbeiten, das wird jetzt sowieso ein bisschen knapp. Ja. Sei denn, du willst die Challenge annehmen. 3-Minute-Challenge. Aber, genau, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Was wir nämlich auch machen können morgen, wenn du da Lust drauf hast, ist zu sagen, hey, ihr, die Community, könnt eure Fotos einfach nochmal hochladen unter Hashtag Adobe LiveFam und wir gucken uns das morgen mal an über Instagram, ne? Also wir haben einen eigenen Hashtag von Adobe Live und da lädt unsere Community praktisch immer, die laden ihre Artworks hoch, egal ob es jetzt Fotografie ist oder Illustration oder Animation. Und das fände ich eigentlich ganz cool zu sagen, hey, dann lass uns doch morgen vielleicht mal so in den letzten 15 Minuten einfach nochmal durchgehen und du kannst dir mal so deine Favorites rauspicken, wo du sagst, das findest du ganz cool zum Ja. Thema Fotografie, ne? Und wie gesagt, alles, was ihr jetzt noch habt, alles, was ihr auch in der Vergangenheit hattet und wo ihr sagt, oh, das würde ich gerne in diesem Hashtag drin haben, gerne einfach mit dem Hashtag versehen und dann können wir uns das einfach mal angucken und der Marcel kann sich dann einfach mal seine Favorites rauspicken von euch, von euren Bildern aus der Community. Ne? Also deswegen nochmal bis morgen fleißig posten. Ihr habt jetzt noch so 24 Stunden Zeit, 22 Stunden. Nee, Und klingt dann. gut auf jeden Fall. Sollten wir machen. Genau, fände ich eigentlich ganz cool, weil das kommt auch immer ganz gut an und so hat man immer die Möglichkeit auch zu sagen, hey, wir wollen euch ja auch ein Stück zurückgeben und auch mal von euch Feedback so ein bisschen Ist ja auch interessant zu sehen, was geben. die Leute selber so fotografieren, Ja. die halt, mit denen man sich nicht direkt zwar unterhält, sondern indirekt, indem man halt auf die Fragen dann Genau. antwortet. Deswegen, das ist ja trotzdem ganz cool zu sehen, mal die Arbeiten der aufmerksamen Verfolger des Chats quasi. Haben wir noch 3 Minuten? Soll ich noch Haben eine wir. Quick Challenge machen oder? Wenn du es in 3 Minuten schaffst, also 3 Minuten haben wir. Ich versuch's mal. Let's go. 3 Minuten. Genau. Du machst einfach mal und ich quatsch noch ein bisschen. Ich sage nämlich an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wie gesagt, um 16 Uhr geht es dann weiter mit Jana Erb zum Thema Lightroom Classic und Lightroom CC Tutorials. Ne? Das heißt, ihr könnt dann im Live einfach zuschauen, wie man damit umgeht. Und ich sehe gerade, hier bei mir ist das Fenster schon wieder zu, wegen meinem Cookie. Ist es bei dir noch da? Sehr schön. Dann ist es jetzt nur bei mir wieder zugegangen. Ich muss diesen Cookie unbedingt löschen. Hatte gerade wieder kurz einen internen Herzanfall. Aber funktioniert alles noch. Genau. Und die zeigt euch, wie das mit Lightroom funktioniert. Gestern eben die Anfängersession, heute fortgeschritten und morgen Profis. Also auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr zum Thema Lightroom Classic oder auch die mobile Variante sehen wollt, wie das funktioniert. Die macht das nämlich echt gut. Ne? Und der Marcel hat ja auch schon gesagt, der wird sich auf jeden Fall noch das ein oder andere abgucken. Mal so ein bisschen Ordnung in seine Kataloge reinzubekommen, auf jeden Fall. Genau. Und der Marcel macht jetzt hier seine 3-Minuten-Challenge und wir schauen jetzt mal, ob er innerhalb, jetzt hat er noch zwei, ob er in 2 Minuten es schafft, dieses Bild für sich bumm zu machen.
Genau, falls ihr dieses Problem habt, mit dass der Stream jetzt bei euch bei Adobe Live rausgekickt ist, geht am besten einfach nochmal kurz auf YouTube auf den Channel, dann könnt ihr noch weiter gucken. Das ist tatsächlich irgendwie ein Cookie-Fehler, weil das nämlich aus Versehen. Hier ist nochmal der von Marcel. Oder ihr müsst halt in eure Cookies gehen und die Cookies mal löschen. Weil nämlich das Ganze am Anfang aus Versehen eingestellt war, dass es um 10 vor ausgeht. Und genau, wir haben das zwar bereinigt, der Rufus hat das bereinigt, aber wenn ihr das eben da schon dabei wart, dann hat sich das bei euch irgendwie gespeichert. Und ihr werdet dann so wie ich rausgekickt. Also ich wurde jetzt immer rausgekickt um 10 vor. Ich glaube, jetzt bin ich auch fast an den 3 Minuten wahrscheinlich Kein Problem. angekommen, ne? Und da ist auch schon Liana. Genau. Du hast noch 45 Sekunden. Spannung steigt. Ich habe fertig. Du hast fertig. Wow, das ging schnell. Per Punkt 53. Wahnsinn. Ja, also Zack. auch so eine Standardbearbeitung von mir im Endeffekt. Die einen oder anderen würden jetzt wahrscheinlich die Krise kriegen, wenn sie sehen, dass ich die Wolken komplett rausgenommen habe. Für mich passt es halt wieder besser für mein Instagram-Feed, weil ich halt hier jetzt auch wieder die Personen im Fokus haben werde, die halt hier mir eigentlich nur zufällig durchs Bild gelaufen sind, aber im Endeffekt halt sehr gut zur Story beitragen, dass sie halt hier die den Ort genießen, da zu zweit irgendwie einen kleinen Spaziergang machen. Und ja, das kann man halt so in 2, 3 Minuten aus einem Foto rausholen. Aber das ist auch Mega, mega meistens cool. eigentlich meine normale Bearbeitungszeit. Also viel länger bearbeite ich jetzt an meinen Bildern auch nicht zu Hause. Mega, mega cool. Ja, vielen lieben Dank, mein Lieber. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns dann morgen wieder, Genau, ne? freue mich schon sehr. Sehr, sehr cool. In 3 Minuten, ne? Habt ihr gesehen? Zack, zack, zack. So schnell geht's. Ich switche jetzt nochmal kurz auf groß. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Auf jeden Fall, wie gesagt, gleich geht's weiter um 16 Uhr mit der lieben Jana, die jetzt auch schon in den Startlöchern steht und sich da vorne fertig macht. Und den Hashtag auf jeden Fall nicht Genau. vergessen. Und schön fleißig posten unter Hashtag Adobe Live Fam und dann hören wir und sehen wir uns. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ansonsten, genau, geht's jetzt weiter mit Rufus und Jana um 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei wart. Euch noch einen schönen Und Tag. Viel genau, ich sag Spaß noch. nochmal, auch nochmal Tschüss und ansonsten viel Spaß ansonsten und einen schönen Feierabend. Tschüss. Ciao, ciao.